Kumpels am Weinen, der Tesla hat. Man hätte niemals gedacht, dass es so weit kommt. Und seine Familie ist total bestimmt am Ende und versteht die Welt nicht mehr, ne? Das ist heftig. Das ist heftig. Ja, der sitzt in U-Haft, das stimmt wirklich. Ja, ja, der sitzt in U-Haft. Die haben den in die U-Haft gesteckt. Aber wenn er einen guten Anwalt hat, ich glaube, der Anwalt würde ihn da rausholen, ne? Der Anwalt würde ihn da rausholen. Er könnte das eventuell doch als Satire abstempeln oder was, ne? Meine Waffe gepostet und ich dann im Abwehrmodus. Hallo. Ex-Muslim, kannst du dich mal bitte zeigen? Ja. Oder geht das nicht? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Warum schickst du mir Anfrage für einen Menschen? Warte, raus. Ich habe aus Versehen angenommen. Ich bekloppt. Wegen einer Beleidigung in U-Haft. Ja, nicht nur wegen einer Beleidigung. Ihr müsst euch mal reinziehen, was der Tesla Hahn gesagt hat. Das ist ja nicht nur eine Beleidigung. Ja, kann mir das bitte einer mal sagen? Also ich punkte die Kinder aus Gaza oder was? Ist das Kritik oder was ist das? Ja, genau. TOT Kinder. Ja, genau. Ich punkte TOT Kinder aus Gaza, sagte der. Heftig, ne? Und das willst du als Satire dann abstempeln, oder was? Da muss man sich doch bewusst sein, hier in so einer Gesellschaft sowas zu äußern. Man kann doch auch nicht einfach hingehen und auf einmal den Holocaust leugnen und sowas hier in Deutschland. Bei dem, was Deutschland erlebt hat in der Nazi-Zeit. Das steht unter Strafe, sowas. Wenn jemand hingeht und den Holocaust leugnet und so. Da kriegst du sofort Strafe von Deutschland. Ja, und dann geht auf einmal Tesla Han dahin, setzt sich in einen Livestream mit seinem, hier, sag mal schnell, Geschirrtuch. Und auf einmal sagt er, ich punkte die TOT Kinder aus Gaza. Was ist das denn bitte, Mann? Der hat einfach übertrieben. Deswegen sage ich ja, die eine Sache ist Kritik am Islam äußern, Aufklärungsarbeit. Und so weiter und so fort. Die andere Seite ist aber, zu solchen Blödsinn aufzurufen und sowas zu äußern. Das ist Wahnsinn. Wer würde sowas machen? Nicht mal der gottloseste Mensch würde sowas machen, oder was? Kinder aus Gaza? Das ist unglaublich, Mann. Und dann wundert er sich, dass er in U-Haft ist. Ja. Selber schuld. Ich glaube, viele haben ihnen da immer wieder gesagt, hör auf damit und mach das nicht. Du kannst ganz normal Kritik am Islam ausüben, das müssen die Muslime akzeptieren und tolerieren. So wie auch die Christen in einer offenen Gesellschaft das hinnehmen müssen, dass auch ihr Glaube kritisiert wird. Aber hinzugehen und zu sagen, ich punkte TOT Kinder von Gaza oder was? Unfassbar. Ja, was sagt Ananas weiter? Komm her. Bis er dann endlich seinen eigenen Waffenschein hat. Mutig, Brudi. Mutig, mutig. Und letztendlich hat er noch eine Audioaufnahme in Telegram veröffentlicht, wo er gefragt hat, wer bereit wäre, gegen die Muslime in Deutschland in den Krieg zu ziehen. Und dann hat er gesagt, ich hoffe, die Antwort lautet ja, der Krieg hat begonnen, bewaffnet euch, meine Freunde, sagte er. Also guck mal, was der Tesla Han da sagt. Also die Leute sollen sich schon mal irgendwelche Gegenstände benutzen. Hier mit irgendwas bewaffnen und so und dann loslegen. Guck mal da. Unglaublich, ne? Unglaublich. Tesla Han wird nicht irgendwie allgemein wegen Verhetzung verklagt. Mm-mm. Der wird für jeden einzelnen Satz verklagt. Das ist alles ein ganz einzelner Anklagepunkt. Und Gefängnisstrafen sind da überhaupt nicht selten. Bis zu 2-3 Jahre ist da überhaupt nicht selten. Und wenn man sich die Masse all dieser Aussagen anschaut und bedenkt, dass das nur ein kleiner Teil seiner extremen Aussagen sind und wir noch weitaus mehr gesammelt haben, so merkt ihr, wie das Ganze wirklich sehr gefährlich nun für ihn werden kann. Es kann sein, dass er für einen Satz, den er gesagt hat, 2 Monate Knast bekommt, für den anderen Satz 4 Monate Knast und für den anderen 6 Monate Knast und sich das alles dann aufsummiert. Unglaublich. Ja, das kann ziemlich schlimm werden. All das hat übrigens nicht
nicht ich gesammelt, sondern das waren irgendwelche Leute aus unserer Community. Ich danke euch herzlich an all jene, die diese Nachrichten von ihm gesammelt haben, die er veröffentlicht hat und mir, Maestro oder Isam oder sonst jemanden geschickt hat, weil wir sammeln das Ganze und wir bringen das Ganze definitiv zur Anzeige. Und das könnt ihr selber auch. Siehst du, der Ananas bringt das alles definitiv zur Anzeige und seine Leute. Und somit ist er raus aus dem Islam. Sure 5, Vers 51. Er hat sich den Kuffar-Staat zu Schutzherren genommen. Wahnsinn, ne? Er hat sich die Ungläubigen zu Schutzherren genommen. Somit ist er per Definition von Allah raus aus dem Islam und hat mit Allah nichts mehr zu tun. Wahnsinn, ne? Ganz einfach. Es ist heftig. Genau wie in Sure 3, Vers 28. Ja. Keine Angst, eure Daten werden anonymisiert bei solchen Verfahren. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch anonym zur Anzeige bringen. Ihr müsst wirklich keine Angst haben. Sammelt es, bringt es zur Anzeige. Damit ihr die Polizei bitte nicht unnötig überfordert. Ja, genau. Wir sollen die Profile der Muslime aufschreiben und jede Drohung und alles Mögliche. Was meinst du, was wir hier alles schon erlebt haben, ihr Lieben? Seitdem ich hier auf TikTok bin. Wie viele Drohungen und ganz besonders vor kurzem, habt ihr es gesehen? Ja, wir werden euch Europäer nackt therapieren. Ihr kommt in die Kammer und sowas. Heftig? Was ist denn dann damit? Was ist denn dann damit, dass die ganzen Muslime hier in TikTok die ganze Zeit die übelsten Beleidigungen tätigen? Was ist denn dann damit? Sollen wir jetzt alles sammeln? Können wir auch machen. Die ganzen Accounts, Links und Uhrzeit, alles aufschreiben und diese Leute ausfindig machen und ihre Eltern dann zum Weinen bringen, weil ihre Kinder nicht in der Lage sind, die denken, dass sie so anonym hier im Internet rumlaufen können und einfach äußern können, was sie wollen. Die Leute bedrohen und so weiter und so fort. Ja, sollen wir jetzt auch so sein? Sollen wir so eine Community werden? Das geht ganz schnell. Was meinst du, wie viele Muslime auf einmal anfangen zu weinen, weil sie hier diese Äußerung getätigt haben? Wenn auf einmal Staatsschutz, Polizei und sowas vor ihre Tür klopft. Weil die denken, man kann nicht herausfinden, mit was für ein Profil sie hier reinkommen oder beziehungsweise wem das Profil zugeordnet werden könnte. So verrückt, denken die. Natürlich, in 2 Sekunden finden die es heraus in dieser heutigen Zeit. Allein von deinem URL. Sofort finden die heraus, wer du bist, wo du wohnst, was du machst, dies, das, jenes. Da kommt ihr Muslime nicht dran drumherum. Das Internet ist nicht anonym. Sehr gut, genau. Nicht mal das Darknet ist anonym. Die Polizei hat auch dort Schleuser und alles mögliche und hat sich überall reingeschleust. Denkst du, sie sind nicht in der Lage, sowas zu tun? Ha, die haben dort IT-Experten, alles. Die haben dort arabische Dolmetscher, die ganzen Fatwas übersetzen, Bücher, relevante Aussagen der Gelehrten. Meinst du, der deutsche Staat ist dumm oder was? Wenn wir das hinkriegen, meinst du, die kriegen das nicht hin? Nur weil der ein oder andere Politiker überhaupt keine Ahnung vom Islam hat, heißt es doch noch lange nicht, dass der Verfassungsschutz, Staatsschutz und diese Staatsapparate das nicht herausfinden, was der Islam ist. Ja, weil der Politiker keine Zeit hat, sich mit den Dingen zu beschäftigen, hat er natürlich seine Berater, die ihn von morgens bis abends mit so unsinnigen Sachen beraten, die er an den Tag legt und Aussagen tätigt. Ja, aber der Verfassungsschutz, Staatsschutz und der Staatsapparat im Allgemeinen sind natürlich daran bedacht, herauszufinden, was ist der Islam? Zu was ruft der Islam auf? Man muss sich ja damit auseinandersetzen. Was macht sich denn hier in dieser Gesellschaft breit? Was ist das überhaupt für eine Religion, die sich hier breit macht? Warum sind diese Anhänger dieser Religion so radikal drauf? Hat das doch etwas mit dem Islam und den islamischen Schriften zu tun? Ja, absolut. Absolut. Ja, also wenn wir, ihr Lieben, wenn wir das hinkriegen, da kriegt der Staatsschutz und Verfassungsschutz das erst recht hin. Glaub es mir. Die kriegen das sofort hin. Die wissen ganz genau, was Islam ist. Sofort. Sofort. Amir, kannst du den Vers wiederholen mit magischer fliegender Esel? Sure 17, Vers 1. Tafsir ibn Kathir. Der Mohammed ist auf Al-Burak ist er geflogen. Das ist dieses Maultier, das so groß ist wie ein Esel, aber kleiner als ein Pferd oder irgendwie sowas. Ne? Und den Kopf eines, weiß ich nicht, was das ist, keine Ahnung, ein Fabelwesen oder was, keine Ahnung. Ja. Darauf ist er rumgeritten. In den siebten Himmel. Und Jibril, dieser Al-Burak war so schnell, dass der Jibril nicht mal hinterherkommen konnte.
weil er ein 1 Million PS Bugatti Motor drin hatte, der Al-Burak. Al-Burak hat den Bugatti Motor drin. Der ist mit 8 Millionen kmh geflogen. Burak mit dem 1 Million PS Motor. Mit Lichtgeschwindigkeit. Heftig. Ja, weil die Distanz zwischen uns und Allah beträgt ja Lichtjahre. Ne? Der Allah sagt ja, ein Tag bei euch ist ja ein Tag bei mir 50.000 Jahre bis zu mir. Also dieser Maultier oder was auf dem Rücken, was der Mohammed drauf geflogen ist, der ist in Lichtgeschwindigkeit geflogen, Leute. Weil ein Tag bei Allah ja 50.000 Jahre sind. Er ist also so schnell geflogen, dass er innerhalb von wenigen Minuten bei Allah im siebten Himmel war. Da kommen mir gleich die ganzen Formel-1-Geräusche in den Sinn. Al-Burak. Beste, ehrliche, beste. Burak V12, 6,3 Kamele AMG. Gottes Segen. Gottes Segen, meine Liebe. Gottes Segen. Ich bin das erste Mal hier tatsächlich. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke. Ich hatte einfach was auf den Herzen, weil hier sind so viele Menschen, die einfach zuhören. Und ja, aber verbreite keinen Unsinn, ne? Genau, für die Leute, die einfach Jesus noch nicht kennen, ja. Ich kann nur sagen, wir haben echt einen lebendigen Gott. Ja, wie damals und heute, als er noch bei Mose mit Noah und Abraham gesprochen hat. Es hat sich nichts verändert. Unser Gott ist immer noch derselbe wie damals und heute. Und man muss sich einfach diese Frage stellen, ja. Man muss sich diese Frage stellen, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? Ja, weil diese Welt hier wird nicht mehr sein. Ja, und der Tod wird uns auch nicht weglaufen. Wir werden alle eines Tages sterben. Und man muss sich diese Frage stellen, wo willst du deine Ewigkeit verbringen? In der Ewigkeit und in der Hölle. Und ich kann nur sagen, Jesus ist nur der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil wenn du den Namen rufst, Jesus, bitte offenbare dich in meinem Leben. Wenn es dich wirklich gibt, offenbare dich in meinem Leben. Und ich kann zu jedem Einzelnen hier sprechen, zu 100%. Er wird dir auf irgendeine Art und Weise dich in deinem Leben offenbaren. Und du wirst einen komplette lebendigen Gott erleben. Einen Gott, wo du die Stimme hörst, einen Gott, der dich leitet, ein Gott, der dich komplett verändern wird. Dein ganzes Denkweise, dein ganzes Lebensart. Ja. Das hatte ich einfach auf den Herzen, weil es einfach traurig ist, wie viele Leute eigentlich verloren sind und die Wahrheit noch gar nicht erkennen. Und man muss sich man sieht ja überall auf TikTok, es gibt ja viele Leute, die legen Karten aus, sind in diese spirituelle Welt. Und ich will einfach sagen, diese geistliche Welt gibt es wirklich. Es gibt wirklich einen Kampf zwischen das Böse und das Gute. Diese geistliche Welt ist... Ja, und viele sind halt gefangen in dieser Finsternis. Ja? Es ist wie ein Gefängnis geistlich, wo viele reinstecken und eigentlich der Herr sie frei machen will davon. Aber es ist eine Entscheidung, die man treffen wird, weil an Jesus zu glauben, ist keine Religion. Es ist ein Glaube von Herzen. Das ist ein Glaube, den man macht, eine Entscheidung, die man trifft. Ja, ich hatte das einfach so im Herzen für viele Leute, man muss wirklich Angst kriegen, ja? Man muss wirklich Angst kriegen. Wo verbringe ich meine Ewigkeit? Weil eines Tages werden wir alle sterben. Täglich sterben Leute, täglich. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Täglich. Und wenn man nicht langsam sich die Frage stellt, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen, seid ihr dann verloren. Aber wenn ihr den Namen Jesus ruft, ihr habt nichts zu verlieren, zu sagen, okay, ich rufe mal den Namen Jesus. Er offenbare dir mir mein Leben, wenn du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Wenn es wirklich du bist, Jesus, dann offenbare dich in meinem Leben und ich kann dir garantieren, er wird sich offenbaren in deinem Leben. Ob es durch Menschen ist, ob es durch Träume sind, oder ob sogar eine echte Begegnung stattfindet. Habe ich auch schon gehört von anderen Leuten, wo Jesus wirklich sich präsentiert hat in seinem Leben. Ja, Amen. Und ab dahin
Sobald du das bekennt hast in deinem Mund, ja, ist alles vorbei. Dann bist du errettet. Ja, weil da bis dahin, der Herr macht alles und jeder in seinem Prozess, aber ab dahin, wo du das erkannt hast, dass Jesus der Weg ist, ja, dass er dein Erlöser, deiner Retter ist, ab dahin alles wird sich verändern. Und das geht ganz schnell. Bei mir, als ich das bekannt habe, dass Jesus mein, ja, weil ich hatte auch meine Zweifel. Ich hatte auch meine Zweifel, ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Und als ich nur gesagt habe, offenbare dich in mein Leben, wenn du wirklich die Wahrheit bist, boah, das ging so schnell. So schnell. Mein Leben veränderte innerhalb von 3-4 Wochen. Meine ganze Denkweise, mein alles, meine ganze Art hat sich verändert. Ja, wundervoll. Ja, bei uns genauso. Ne? Also jeder, der sich für den Herrn entschieden hat, es ist auf jeden Fall eine Veränderung in seinem Leben, hat stattgefunden. Richtig. Ja. Und wie gesagt, liebe Leute, wir haben einen lebendigen Gott, er redet immer noch mit uns. Er redet immer noch mit uns, so wie damals. Und es steht ja auch geschrieben, er wird sich auch nie verändern. Warum sollte er, man muss sich die Frage auch stellen, warum sollte Gott auch nicht mal mit uns reden? Warum? Wieso sollte er nicht mehr mit uns reden? Warum sollen wir nicht mehr seine Stimme hören? Das ist Schwachsinn. Ja, der Herr will doch, dass wir alle errettet sind, dass wir alle in seinen Himmelreich kommen. Ja, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Ja, Amen, Amen. Ja, ich hatte das einfach so auf den Herzen, Bruder. Ja, das ist einfach zu sagen, dass die geistliche Welt real ist und dass wir einen lebendigen Gott haben und dass ihr immer noch die Chance habt. Ihr seid noch nicht verloren. Noch nicht. Ja, aber ich kann jetzt so sagen, Jesus kommt bald. Es ist nicht mehr lange und dann steht er hier vor der Tür. Ja. Und ihr habt jetzt noch die Chance, euren Leben zu retten. Und nicht nur euren, eure Familie, eure Kinder. Denkt auch an eure Kinder, an die Familien, die ihr habt, die wahrscheinlich noch verloren sind und noch die gar nicht erkennen. Das ist traurig, Leute. Weil glaubt mir, die Hölle ist nicht so, wie viele das denken. Ja, es ist ein ewiges Qual in Ewigkeit. Und viele Menschen werden den Tod suchen und finden den Tod nicht in der Hölle. Weil es ewig ist, so wie der Himmelreich auch ewig sein wird. Ja, da hast du recht. Danke das dir. Das ist einfach traurig. Ja. Liebe, ne? Ja, danke dir auch, Bruder. Und machst einen guten Job. Ja, Gott segne dich stark. Christus, danke. Bete auch immer für uns, ne? Für uns alle hier. Absolut, immer. Für alle, für alle. Dankeschön, danke dir. Ciao, Bruder, ciao. Okay, ciao. Ich schmeiß dich schon raus. Ja, die hat natürlich recht. Ne? Die Entscheidung für Jesus Christus muss her. Eine Entscheidung muss her, entweder für den Herrn oder gegen den Herrn. Aber die Entscheidung muss getroffen werden. Entweder du sagst Ja zu Jesus Christus oder du sagst Nein zu Jesus Christus. Aber ich empfehle euch immer, falls ihr euch noch nicht entschieden habt, ich weiß ja nicht, wer hier drin ist, sagt Ja zu Jesus Christus. Sucht euch den Herrn Jesus Christus nicht als Richter aus. Sucht ihn euch als Retter aus. Er ist euer Retter und nicht euer Richter. Er will ja nicht die Menschen richten. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Es ist immer wieder das Prinzip der Rettung. Gott will retten, Gott will retten, Gott will retten, Gott will retten. Der Mensch geht aber nicht in Richtung Gott, sondern geht seinen eigenen Gelüsten nach und seinen eigenen Weg. Und dann siehst du auf einmal, wie er ständig in irgendwelchen Fettnäpfchen tritt und so weiter und so fort. Weil er nicht auf Gott hört. Das ist das. Kehre um, der du mir zuhörst und eventuell noch nicht im Glauben bist. Komme heute noch zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und bereue deine Schuld vor ihm. Nehme ihn an als deinen Retter. Suche ihn dir nicht als Richter aus. Denn in Galater 6,7 heißt es ja, irrt euch nicht, denn Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Das heißt, wenn du in deinem Leben so viel hier Schlechtes geerntet hast, wird es auch in der Ewigkeit das Böse dann weiterhin ernten. Und da gibt es einen Ort, an dem du abbezahlen kannst. Das ist das. Lass das nicht zu, dass deine Augen sich schließen und du ohne Jesus Christus in den Tod gehst. Auch wenn diese Gesellschaft Jesus Christus durch den Kakao zieht und aus Jesus Christus ihn runtergebuttert hat und alles Mögliche. Der Satan hat ja ein Verlangen, Jesus Christus runterzumachen, so dass den Menschen das herrliche Licht des Evangeliums ja nicht aufgeht, damit sie ungerettet in den Tod gehen, für alle Ewigkeiten verloren sind. Das ist das Problem, was diese Gesellschaft hat. Sie haben Jesus Christus verlassen, die ganzen Religionen machen sich hier breit und schlussendlich werden sie sogar noch ihre
Seele aufs Spiel setzen, weil sie nicht den Sohn Gottes haben und in den Tod gegangen sind. Wahnsinn. Es ist einfach so traurig. Deswegen sage ich euch, derjenige, der hier drin ist, oder diejenige, wenn du die Stimme des Herrn Jesus Christus hörst, verstocke und verschließe dein Herz nicht vor ihm. Öffne ihm dein Herz. Lass ihn eintreten in dein Herz und nehme ihn auf. Rette deine kostbare Seele, die in dir ist. Denn der Tod ist ja sicher, mein Lieber, meine Liebe. Und danach das Gericht. Einmal ist der Mensch bestimmt zum Sterben und danach das Gericht. Lass nicht zu, dass du ohne Jesus Christus in den Tod gehst. Ich sage es immer wieder und immer wieder. Es wird schrecklich werden. Es wird schrecklich werden. Schließe deine Versicherung mit Jesus Christus ab. Amen. Ich komme gleich wieder, Eli. Juhu! Hallo! Servus! Wie geht's, Gottes Segen? Mir geht's gut, Cousin. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, bei mir ist alles supi. Ja, läuft ja. Ja, ich habe mal eine Frage. Darf man jemand das Heil absprechen? Kommt drauf an. Wenn jemand Irrlehren verbreitet und sagt, dass Jesus nicht Gott ist, natürlich kannst du ihm das Heil absprechen. Der ist ja kein Christ. Der ist ja verloren. Ja, ich meine ja, bei Kolosser 2, Vers 18 sagt er, dass man ja niemanden das Heil absprechen darf. Ach so, und was ist dann mit denjenigen, der verleugnet, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist? Das ist der Antichrist? Wie wird's? Würdest du einem Zeugen Jehovas sagen, dass sie gerettet sind? Weiß ich nicht, ob ich mir das Recht rausnehmen darf, als Christ jemand zu sagen, er ist kein Christ oder der ist nicht. Darf ich den Vers kurz vorlesen oder? Ich kenne diese ganzen Verse. Ja, genau. Du musst alles in Einklang bringen. Du musst also wissen, wann und wie jemand errettet ist. Der Herr Jesus Christus sagt ja auch zu den Pharisäern in Johannes 8, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und die Menschen werden dann für alle Ewigkeiten verloren gehen. Johannes 3, Vers 36. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Verstehst du? Und Sohn Gottes bedeutet nicht, dass... Ja. Um den Kampfgeist sollen euch niemand bringen. Also das heißt auch den Heil absprechen. Der ja, genau. Diejenigen, die im Glauben sind, sollen... Warte mal. Der seinen eigenen Willen tut im scheinbaren Demut und Anbetung der Engel, der auf den eingeht, was er in vier Visionen eingesehen hat, grundlos aufgeblasen von den Gesinnungen seines Fleisches und nicht festhält, dass das Haupt von dem, aus dem den ganzen Leib durch die Gelenken und Bänder und Unterstützung und der zusammengefügte das Wachstum Gottes wächst. Ja, also damit ist auch das Leib Christi oder Christus gemeint. Ja, ich habe jetzt gerade die Elberfeld-Übersetzung. Die Elberfeld-Übersetzung ist ein bisschen schwieriger, das zu verstehen und zu lesen. Also nochmal, mein Lieber. Es gibt also echte Christen und es gibt Christen, die nur mit ihrem Mund Christen sind. Und da sagt der Herr, nicht jeder, der zu mir sagt, der Herr wird ins Himmelreich eingehen. Du siehst also, dass der Apostel Paulus, auch Petrus und so, das immer wieder erwähnt, dass es auch sehr viele Irrlehrer gibt, die sich eingeschlichen haben, die aber bereit gemacht sind zum Gericht. Und jetzt musst du das schablonartig dann anwenden und gucken, an was glauben die Leute denn überhaupt? Verstehst du, wenn per Definition von Irrlehrern niedergerettet? Das ist ja Quatsch. Okay, warum sagt denn dein Bruder, der Reser, andere Menschen das Heil absprechen, wie zum Beispiel, warum sagt denn der Schwuchtelchristen? Das ist doch dein Bruder. Nein, er sagt nicht sowas, mein Lieber. Er sagt, die Menschen. Hat er gesagt, das hat er bei evangelischen Christ bei Danny gesagt. Das ist ziemlich interessant. Ja, das, ich weiß nicht, ob eure. Er ist auch nur ein Mensch. Ja, vielleicht ist mein Bruder ein bisschen fleischig geworden und ist auch nur ein Mensch und hat ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja, aber was mein Bruder damit sagen will, ist, dass er die Menschen sensibilisiert, damit sie rauskommen aus der breiten Masse und anfangen, wirklich das Wort Gottes so zu sehen, wie es auch ist. Verstehst du?
Also, du glaubst du zum Beispiel, ich habe mal eine Frage, glaubst du an die Geistesgaben von Jesus Christus, von Gott? An die Geistesgabe von Jesus Christus als Gott? Nee, die Geistesgaben, dass wir Menschen Geistesgaben bekommen haben. Also ja, jeder bekommt seine Aufgabe vom Heiligen Geist, genau. Wir alle bilden den Leib Christi und jeder bekommt seine Aufgabe innerhalb des Leibes Christi, sein Charisma. Okay, dann habe ich. Okay, genau richtig. Dann habe ich mal eine Frage zum Thema Zungengebet, also Zungen. Zungen ist doch der Aufbaum für sich selber und für Gott, ja? Man redet ja in anderen Sprachen. Ah, ja, Ist klar. das auch nicht biblisch? Du bist dann derjenige, der Schalamala Galamala macht, ne? Nein, ich hab mal eine Frage. In der Bibel steht doch, Sprichst du denn in man Zungen? soll, man kann, Sprichst du in der Zungen? Paulus sagt doch selber, der Paul, warte mal, der Paulus sagt doch selber, Sprichst du in er Zungen? wünscht sich, dass jeder in Zungen redet, aber viel besser ist es für die Gemeinde, dass er Weissagungen macht und prophetisch redet, denn weniger Wörter ist für die Gemeinde besser zu verstehen, als wenn ständig in den Zungen geredet wird. Und die Zungenreden ist für dich und für Gott zur Erbauung. So steht es in der Bibel drin. Da kannst du mich auch noch mal lesen. Also sagst du, Zungenreden oder beten ist unbiblisch? Mach bitte, dass du hier rauskommst, echt. Also, wie oft haben wir das geklärt hier in den Streams? Wie oft haben wir das geklärt, dass die Menschen bzw. die Aposteln befähigt worden sind, in verständlichen Sprachen zu den Menschen zu sprechen? Ja, und die Leute haben sich ja gewundert in der Apostelgeschichte. Die sprechen ja in unserer Sprache. Da kommt der und sagt so ein Quatsch. Raus. Für ein Mensch. Raus, habe ich gesagt. Raus. Irrlehre brauchen wir hier nicht. Ist unfassbar. Ja, da hat man schon gesehen. Also, Heil absprechen und sowas. Aber wenn es auf einmal um Zeugen Jehovas geht, ja, ich würde mich niemals wagen oder mich nie trauen, das zu machen oder gar jemandem das Heil abzusprechen. Ja, sind Zeugen Jehovas jetzt deine Brüder oder was? Oder wie? Da sieht man, dass diese Leute überhaupt niemals über das Wort Gottes nachgedacht haben, sich das Ganze mal im Kontext betrachtet haben. Was meint der Apostel Paulus, der Petrus, was ihr Lehrer sind und so? Ne? Das ist einfach nur noch traurig. Das ist so heftig. Ich bin erschüttert, ehrlich. So krass. Ja, der Teufel ist überall. Da kommen die mit ihrem Jalamala Galabala und dann sagen die, das ist biblisch. Und dann sagen die Kenneth Copeland und diese ganzen Charismatiker sind alles wundervolle Brüder, die die Schafe des Herrn am Verführen sind. Das ist so krass. Das ist einfach so traurig. Hello. Wo warst du so lange? Hallo? Wo sind sie so lange geblieben? Ah, Mann, 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 ey, das kann doch nicht wahr sein. Immer noch eiserne 260 Leute. Ja, ich komme sofort, einen Moment. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte, ihr Wonderfuls. Ja, wenn ihr off müsst oder wenn ihr gehen müsst, ist kein Problem. Ihr seid ja nicht gezwungen, hier zu bleiben. Wer kann, der kann hier bleiben, wenn nicht, der nicht. Ist ja nicht schlimm. Wir sehen uns ja den ganzen Tag. Ja, wir sehen uns doch den ganzen Tag, ihr Lieben. Ihr verbringt mehr Zeit mit mir als mit allem anderen. Ne? Wir sind eine Gemeinschaft. Ich verbringe mehr Zeit mit euch als alles andere und ihr verbringt mehr Zeit mit mir als alles andere. Oh, danke dir, Cousin, das guten Morgen. Gott segne dich und deine Familie, uns alle. Möge der Herr uns allen ein ruhiges und wohlbehütetes Leben bescheren. Ne? Und wir beten auch für alle, die in Obrigkeiten sind und Ruheposten sind, dass wir ein ruhiges und ehrbares Leben führen. Ne? Vor Gott, dem Herrn. Amir, warum essen Sunniten mehr Schweinefleisch als wir Christen? Hä? Echt? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, das Starterpaket, ich esse kein Schweinefleisch, besteht ja darin,
dass der Muslim Rap macht, Shisha-Bar abhängt, eine Freundin hat und ja, einfach kriminell ist. Aber Hauptsache kein Schweinefleisch essen. Das ist das Starterpaket. Wodkaflasche. Alkohol trinken, Freundin haben. Hier sagen wir schnell, Shisha-Bar abhängen, Disco gehen. Aber ey, Bruder, ist das halal? Ist das Schwein? Und ihr habt den Knall nicht gehört, ehrlich. Ihr habt so den Knall nicht gehört. Und Wassermelone auseinandernehmen, genau. Wassermelone regelt auch am Ende, genau. Sehr gut. Ihr seid also sehr, 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 sehr gut vorbereitet auf die nachfolgenden Diskussionen. Starterpaket, ich bin Muslim, Alhamdulillah. Ah, jetzt zu Schweinefleisch. Nein, ich habe das als kleines Kind schon nicht gegessen, weil bei uns zu Hause es nie Schwein gab. Meine Eltern haben immer entweder Hähnchen gemacht, Rind oder Lamm. Ne? Wir essen nur das. Von daher bin ich damit nicht aufgewachsen. Aber ich hätte auch gar kein Problem, Schweinefleisch zu essen. Also, wenn ich Hunger habe und gerade total nichts anderes ist, dann würde ich auch Schweinefleisch essen. Selbst dem Muslim ist das ja erlaubt. Wenn er Hunger leidet, dann ist ihm erlaubt, Schweinefleisch zu essen. Heftig, ne? So sieht das aus. Oder meinst du, der Muslim würde verhungern? Nein, der würde auch essen. Und sagen, gib mir meine Schweine her. Oingi, oingi. Oinkel, oinkel. Nein, aber unter lebensbedrohlichen Situationen ist es dem Muslim halt erlaubt, auch Schweinefleisch zu konsumieren, ne? Ja, die Bockwurst, genau. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber erst mit danach Schwein. Ja, genau, habe ich euch gestern vorgelesen, ne? Im Buch von Abishuja, der ja sagt, dass man abtrünnige aus ihnen Barbecue machen kann, ne? Das ist so krass. Ja, wenn der Muslim einen Krieger oder was oder einen Abtrünnigen oder jemanden, der aufhört zu beten, ne, kann er aus ihm dann dementsprechend leckere Kebab machen. Richtige Menschen-Kebab. Ja, genau. Wenn er krank ist, darf er auch Alkohol trinken. Hier, Vic Medi-Night. Ungläubige, ja genau, ungläubig essen, genau. Sehr gut. Ja, aber das mit Tesla an ist schon heftig. Wenn das stimmt, ja, ich glaube nicht, dass der Arnas einfach so ein Video raushauen würde, das jetzt nicht stimmen würde. Ne? Das ist schon, hat schon doch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wahr, Tesla. Tesla Han hat ein Video hochgeladen, das kann doch nicht wahr sein. Hä? Stimmt also doch nicht. So kaputt, ey. Ich rede von diesem Tesla Han, der in unzähligen von Videos diese Aussagen tätigt. Ne? Meine liebe Freundschaft, ich bin live aus dem Tesla. Ich habe eine sehr schlechte Nachricht. 20 Kinder reden viel zu mir und finden alles. Ja, also stimmt doch nicht. Ne? Also diese Leute kann man einfach nicht mehr ernst nehmen. Tesla. So Leute, die Mission. Ah, der Anas verbreitet sowas. Das war in der Zeitung, Amir. Mhm. Ich gucke gerade mal im Internet.
Es ist gar nichts, ob das da in Ohr auf deinem Leben ist. Der Hahn ist offiziell in Untersuchungshaft wegen seiner Videos. Es ist wirklich geisteskrank. Das hier hat ein Rechtsstaat nicht zu tun. Er gehört frei. Hä? Ich verstehe das nicht. Bild? Bild hat das berichtet. Okay. Warum sehe ich denn hier nichts? Also kein, bei Google nichts. Extrem. Wow, was für ein Spaß. Was für einen tollen Mund du hast. Hammer. Wundervoll. Aber so. Nerv auf diesen Zeugs da. Nein, das stimmt gar nicht. Hier ist überhaupt nichts aufgelistet über Tesla an. Gar nichts. Gebe ich da was Falsches ein oder was? Fake, ne? Ja, ich denke auch, dass es fake ist. Ja, ich glaube, das ist fake, Mann. Das, was der Anas da gezeigt hat. Ich glaube, die haben die Muslime in das Licht geführt, ne? Dass da irgendwie was, was wäre, dass er in Untersuchungshaft wäre oder was auch immer, ne? Das stand in einer österreichischen Zeitung. Ja, ich bin doch hier gerade bei Kronen. Kronen ist doch aus Österreich. Hier steht nur, dieser TikToker wird von Islamisten gehasst. Vor 3 Tagen. Ja. Das ist das Einzige. Der TikToker, der Islamisten provoziert, sitzt nun in U-Haft. Also doch. Heftig. Kronenzeitung. Okay. Wenn man auf, sag mal schnell, wenn man auf Google geht, dann findet man überhaupt gar nichts darüber, ne? Hm. Ganz komisch, ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Fake-Account also. Ich habe eine Botschaft für deinen Bruder. Kannst du die bitte weitergeben? Eine Botschaft an meinen Bruder? Ja, dadurch, dass er sehr, sehr freundlich ist, was man von dir leider nicht sagen kann, ich würde gerne mich mit ihm austauschen. Er hat uns auch geschrieben. Ja, kannst du ihn ja anschreiben.
Ich hab's schon gemacht, aber ich glaube, irgendwie ist er ein bisschen besorgt. Nee, da hat er keine Lust auf dich. Dann würde ich mal sagen, sein Schweigen drückt mehr aus, als seine Worte es tun können, oder? Ich danke dir, ich habe keine Lust auf dich. Komm, mach bitte, dass du hier rauskommst. Ich habe keinen Nerv. Sobald ich seine Stimme höre, kriege ich schon übelste, ja. Diese ganzen Aussagen, die er getätigt hat, ne? Dieser ganze islamische Wahnsinn und alles, was in seinem Kopf da rumschwirrt. Ne? Aber wenn man das seiner Familie antun würde, wird er natürlich empört sein. Ne? Unglaublich, der Typ. Ich weiß nicht, wie man sich so aufspielen kann. Das ist so unglaublich. So unglaublich, unglaublich. Aber eine Botschaft an deinen Bruder. Er ist freundlicher. Nicht, was man von dir behaupten kann. Was für ein Typ. Der hat keinen Nerv. Er hat keinen Nerv auf diese Wahnsinn. Ich frage mich, auf wie viele Accounts diese Leute haben. Gott segne dich. Gott segne auch dich und deine Familie. Wie geht's dir? Danke, Jesus. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Eine Frage. Darf ich die stellen, Abi? Was willst du? Darf ich eine Frage stellen, Abi? Beeil dich, ja. Und zwar, wann machst du neue Shisha-Bar auf? Demnächst, mein Lieber. Du kannst bei mir dann Ehrengast sein. Wann machst du Shisha-Bar hier auf? Shisha-Bar hier auf. Ich begrüße euch alle mit dem Kamelurin-Song, ey. Die kleinen Lümmels hier. Ah, genau, Udo Lindenberg. Amir Lindenberg. Ich komme sofort wieder, ihr Lieben. Na, 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 na. Ja. So, wer ist denn noch übrig geblieben von den Leuten? So, hallo. Hallo, Amir? Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, Amir. Du bist ja allen eigentlich. Ich wollte. Was? Ich höre mich doppelt, mach das Blut. Ich höre mich doppelt, mach das Blut zu tun. Ja, warte mal. Ich bin auch mit dem Auto unterwegs, deswegen. Ja. Uno momento, por favor. So. Ich hoffe, jetzt hoffe ich, dass du mich hören kannst. Du bist in Österreich? Wieder? Du bist in Österreich? Ja. Ja, hat man schon gehört anhand der Nachrichten, ja. Da in deinem Auto. Ja. Mir ist das gestern durch den Kopf gegangen, im Prinzip, es hat mir ein bisschen gedrückt, weil ich ja sonst eigentlich im Prinzip dir oder irgendwie den Ansichten nicht entgegengetreten bin oder so, dass du sagst, okay, den kicken wir weg, weil er jetzt irgendwelche verrückten Vorstellungen hat oder so. Ja. Vielleicht habt ihr das ein bisschen falsch verstanden im Zuge des Gefechtes oder auch den Tag lang, wo du einiges natürlich mitmachst, höre ich ja selber zu. Ja. Keine Ahnung, was da war, warum ihr gestern so geschockt wart. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir eigentlich alle Knechte sind. Und, ja, aber du hast einen richtig miesen Vergleich gezogen. Du hast das, ne? Mit dieser MESSER, dass wir genauso eine Fanatiker sind oder was auch immer, ne? Nee. Über dich in Geduld, Amir. Ich weiß, dass du ein hitziger Typ bist und wenn du mit dem Herrn gegen das Üble kämpfst, dann bist du voll Blut, Herz und Blut, und das verstehe ich auch, denn ich bin genauso. Ich wollte eigentlich gestern nur meinen Weg, wie ich zu dem Herrn gekommen bin und wie mir der Herr im Prinzip für mich persönlich. Sehr schön. Seine Verbindung ist 1A, genau wie meine, wenn ich unterwegs bin.
Jesus ist für alle gestorben und liebt jeden. Amen. Das unterschreibe ich sofort. Aber nur für diejenigen, die das auch für sich beanspruchen. Ja, er ist für alle gestorben, aber die meisten beanspruchen das ja nicht für sich. So sieht's aus. Der Jesus Christus kann ja nur wirken, wenn die Menschen ihn ja auch annehmen. Ansonsten muss er ihnen ja den freien Willen erlassen. Sie haben sich also gegen ihn entschieden und müssen für alle Ewigkeiten dann auch verloren gehen. Werden sie dann verloren gehen. Also das stimmt dann doch mit Tesla an. Ihr Satiriker legt sich mit Muslimen an. Öfters ging er live auf TikTok und lieferte sich einen Schlag. Öfters ging er live auf TikTok und lieferte sich einen Schlagabtausch mit arabischen Clans und bekannten Islamisten. Immer wieder betont der Tesla-Fan mit der dunklen Brille, dass er nichts gegen den Islam habe, sondern gegen die kranken Interpretationen. Die Wortwahl sei verstörend. Ja, also hier ist in meinem offiziellen Tesla, ja, wo ich alle meine TikTok-Videos mache, ja. Da sieht man den Propheten Bartfilter, ja. Und wenn ich diesen Geschirrtuch da aufsetze, dann bin ich halt ganz offiziell der Prophet, Alhamdulillah, ja. Und so mache ich dann meine Videos. Ihm folgen zigtausende auf TikTok und YouTube. Islamisten hassen ihn. Ach du Heilige. Ist das heftig. Die Kronenzeitung hat sogar über den berichtet, das kann doch nicht wahr sein. Angreifer auf dem Balkon liquidiert. Kronenzeitung. Tesla, Hammer dran. Prophet Tesla, Hammer dran. Oh mein Gott, ey. Hallo, Gott segne dich. Hey, Amir. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich war ja gestern schon drin, ne? Und ich glaube, manche Leute haben das falsch verstanden. Wir haben ja, kannst du dich noch an mich erinnern? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Du hast auch bestimmt irgendwas Komisches gesagt und warst total verwirrt, aber ich gesagt habe, jetzt reicht's, ich habe keine Lust mehr. Wegen deiner Vergangenheit so, ne? Und dann, ich habe dich ja darauf angesprochen und Leute dachten so, ich hätte das auch geglaubt und so, ne? Du meinst doch also, nicht allen Ernstes, wenn ich wegen sowas verurteilt werde, dass ich hier auch live komme und Streams abhalte, selber Videos mache gegen sowas und dann behaupten die Leute über mich sowas? Ja, was für einen Sinn ergibt das? Ja, kein eben, ne? Oh, also, da musst du doch alle Alarmglocken angehen und sagen, diese Leute sind krank, was die da behaupten, Mann. Ja, nee, oh, ein Ex-Muslim sollte deswegen verurteilt werden für das, was er selber verurteilt, oder was ist das denn für ein Paradoxum? Ja, nur wir haben in den Kommentaren im Live-Chat halt so Leute Rufmord und so vorgestellt. Ich bitte dich vom Ganzen, also kannst du nicht jeden Kommentar hier ernst nehmen auf TikTok, du bist ja wahnsinnig, Mann. Ja, okay, da hast du auch recht. Ist doch krank, da schreibt irgendjemand was da rein und die Leute, ehrlich so, wirklich? Und dann denken die sich so, boah, cool, guck mal, wie blöd die Leute sind, die glauben diesen Scheiß. Ja, okay. Das ist doch krank, du siehst doch, dass mein meist aufgerufenes Video auf TikTok, auf YouTube, das hat ja schon fast 900.000 Aufrufe. Das ist die Pädophilie im Islam. Da erkläre ich das doch alles, was der Islam fabriziert und verursacht. Meinst du, wenn ich das selber getan habe, komme ich hin und verurteile das Ganze dann? Jetzt mal ja, ehrlich, wenn du mal so logisch denken würdest, was für einen Sinn ergibt das denn dann? Ja, okay. Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass du das nicht falsch verstanden hast. Genau. Das könnte mir doch zum Strick werden, wenn ich gegen Abul Baras Pädosekte reden würde und sowas. Also die ganzen Überschriften. Würde mir das nicht zum Verhängnis werden, ein Strick an meinen eigenen Hals? Ja, okay. Das war auch alles. aber eine Sache noch. Haben wir das Thema jetzt? Kannst du noch jemanden grüßen für mich?
anziehst. Und das ist das Problem. Kannst du jemanden grüßen? Ich glaube, das ist so krank. Das kannst du keinem mehr erzählen. Kannst du jemanden grüßen für mich? Jetzt weiß ich schon, warum ich dich da rausgetan habe. Amir. Hallo, mein lieber Gott, segne dich schon einfach. Dass du mich mal hochholst. Nicht schlecht. Ja, Hammer. Jeder hat die Chance, beim Dr. Scherer Abu Amir mal teilzunehmen an seinen gesegneten Livestreams. Geht's dir? Kennst du mich noch? Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Gott segne dich schon deine Familie. Lies mal meinen Vornamen und deinen letzten Arbeitgeber. Warte mal ganz kurz. Ja, okay, ich erkenne deine Stimme. Ja, okay. Wie geht's dir, Fatih? Ja, ganz okay. Ja, schön. Schau dir regelmäßig rein, gucken, was du hier verbreitest, so wie du es damals in der Firma getan hast, ne? Ja, schön, ne? Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Wen du hier erreichst, mit wem du so debattierst. Hammer, ne? Freut dich, ne? Na, warum sollst du mich das freuen? Ich betrachte das alles neutral, alles vorsichtig. Kennst du mich? Ja, natürlich. Du kannst dir natürlich Gedanken darüber machen, mein Lieber. Aber du hast jetzt nicht deine Sendern-Vergangenheit hier geleugnet auf TikTok, oder? Nein, alle wissen das doch, Mann. Alle wissen doch, dass ich doch Rap gemacht habe und so Blödsinn. Okay. Was willst du, Fahrt? Auf die Eier gehen oder was willst du? Willst du mit mir reden oder was willst du machen? Nein, ich halte. Was möchtest du? Ich bin hier auf nichts Böses aus, Amir. Dafür kennst du mich. Also, willst du mit mir über einige Bestandteile reden oder willst du mit mir einen Smalltalk führen oder was ist das? Ich? Nö, ich hab. Nicht großartig Lust zu reden. Raus! Was ein Typ! Da sieht man das Gehirn von dem Typen. Aber habe ich schon damals gemerkt, was für ein Gehirn da. Richtig auf Slow Motion auch. Ja, also ich habe keine Ahnung, was ich. Unglaublich. Da ist mir schon damals sein Auffassungsvermögen aufgefallen. Wie verrückt. Assalamu alaikum, mein Freund. Ja, alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Wünsche ich dir auch, mein Freund. Ja. Was kann ich? Ich weiß nicht, über was du geredet wird jetzt gerade, weil ich bin gerade live gegangen bei dir. Also ich war vorher nicht Moslem oder nicht Christ und so weiter. Ich war im Gefängnis. Ja. Und im Gefängnis habe ich natürlich Bibel gelesen. Hm. Und Tora habe ich auch gelesen. Und Koran habe ich auch gelesen, natürlich, ne? Hm. Am Ende bin ich natürlich drauf gekommen, dass ich eigentlich Moslem bin. Dass du eigentlich Moslem bist? Ja, ich hoffe, dass du eines Tages aus deinem Albtraum aufwachst und erkennst, dass Gott nicht Hugh Hefner ist, ne? Solche Streiterei gibt schon, glaube ich, im Gefängnis hat es auch gegeben, weil einer war Christ, einer war Muslim, einer war irgendwas natürlich. Wir haben viel darüber geredet natürlich, ne, über Gott und die Liebe und so weiter. Ne? Ja. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, Hallo. Wenn jeder sagt, Gott, Jesus war Gott. Ich rede mit dir, ich muss was erledigen. Hörst du mich? Ich muss kurz was erledigen, ich hole dich gleich wieder rein. Achso, ja, ist in Ordnung. Okay, bis gleich, ciao. Bis gleich. Ich komme sofort wieder, Elin. Das kann doch nicht wahr sein. Immer noch knapp 300 Leute, so unfassbar. Das ist wahre Liebe. So, this is love. This is love. Die warten auf Dr. Scherer, aber mir ist sehr krass. Ich glaube, die meisten von euch sind immer hier wegen dem Chat, weil es immer abgeht. Immer geht es bei mir in dem Chat immer ab. Immer geht es hier ab. Ja, lächerlich ist derjenige, der glaubt, dass Gott ein Zuhälter ist, der ihm Frauen mit schwellenden B-U-S-E-N geben wird. Das ist lächerlich. Da hast du recht. Ich brenne, ja, dann lösch dich.
mach einfach Löschung. TikTok ist nichts davon. Was? Evolution hat es bewiesen, aber glaubt weiter, ihr Intelligenzbisschen. Ja, genau. Du stammst aus einem weiterentwickelten Affen ab. Du bist ein Affe. Wir sind von Gott geschaffen. Du bist einfach nur ein weiterentwickelter Affe. Und deine Verwandten waren einst Orang-Utan und so. Viel Spaß. Na gut, das, so ist das richtig. So musst du denken. Ich empfehle dir einmal den Vortrag von Werner Gitt zu gucken. Was die Evolution nicht wusste. Was Charles Darwin nicht wusste. Werner Gitt. Evolution. Evolutionslüge. Die Wahrheit ist ja nicht davon abhängig, wie viele Leute das glauben. Was haben Sie denn zu kritisieren an der Evolutionstheorie, die doch eigentlich nur besagt, nur in Anführungszeichen, dass alles Leben aus wenigen ursprünglichen Lebensformen sich entwickelt hat? Die Evolutionslehre ist eigentlich wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Das ist eigentlich das allerschärfste und stärkste Argument. Obwohl viele es behaupten, wie soll man sich erklären, dass etwas so Geniales, was wir in den Lebewesen vorfinden, von alleine in der Materie entstehen kann? Niemals. Es ist nie ein solcher Prozess beobachtet worden. Wir haben es nie gesehen, nie gemessen und trotzdem glauben es viele. Ein Kolibakterium hat 6 eingebaute Elektromotoren. Heftig. Und die funktionieren ohne Anschluss von Strom im Darm. Wie kann etwas so Komplexes von alleine entstehen? Darauf gibt es keine Antwort. Wenn ich die Evolutionstheorie richtig kenne, ist es ja so, dass sich das nicht gleich von vornherein so komplex entwickelt hat, sondern aus ganz ursprünglichen, einfachen Formen sich langsam aber sicher aufgebaut hat. Da sind wir gleich beim sehr zentralen Thema, nämlich der Information. Jedes Lebewesen hat einen Bauplan. Der Bauplan wird durch Information dargestellt in den sogenannten DNS-Molekülen. Information, wissen wir, ist eine geistige Größe, die nicht in der Materie entstehen kann. Das ist Fakt. Es ist nie beobachtet worden. Jede Information benötigt Intelligenz, so damit sie überhaupt aus. Entstehen kann. Jede Information benötigt Intelligenz, damit sie überhaupt entstehen kann. Es muss also jemand, ein Programmierer, das Programm programmieren, damit es überhaupt arbeiten kann. Und so ist der Schöpfer, Gott, derjenige ist, der dieses gesamte Universum geschaffen hat, damit wir im Einklang damit leben. Ist doch nicht alles aus Zufall entstanden, Mann. Da muss man doch aufwachen. So Wahnsinn. Die Frage ist, wie kommt man von einem Bauplan zum anderen? Darauf kann die Evolution keine Antwort geben. Mutation und Selektion sind keine Antwort, weil auf diese Weise keine neuen Baupläne entstehen können. So sieht's aus. Warum können die nicht durch Zufall entstehen? Also Mutation und Selektion heißt ja, also ein Lebewesen hat sich verändert, dadurch, dass eben ein Fehler im Erbgut war. Und daraus ist dann zufälligerweise, weil die Evolution hat ja in diesem Sinne sehr, sehr viel Zeit, etwas Neues entstanden, was sinnvoll ist. Das kann ich Ihnen erklären als Informatiker. Stellen Sie vor, Sie haben ein Programm, das die Nullstelle einer Funktion bestimmen soll. Dazu ist Geist nötig, da muss man Kenntnis haben in der Programmiersprache, auch im Verfahren, wie man das macht. Und wenn Sie jetzt dieses Programm haben und erzeugen einen Fehler zufällig in dem Programm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Programm dann nicht mehr läuft, sehr hoch.
Auf diese Weise kann, aber wenn Sie jetzt einzelne Buchstaben des Programms austauschen, kann daraus nicht ein Programm entstehen, das zum Beispiel Matrizen invertieren kann. Das wäre ein völlig anderes Konzept. Selbst wenn man 5 Milliarden Jahre Zeit hätte. Ja, Zeit ist kein Parameter für Intelligenz. Jedes Programm entsteht durch Intelligenz und ein Bauplan erst recht, denn die Baupläne der Lebewesen sind wesentlich komplizierter als das, was wir Menschen am Programm je erstellt haben. Das heißt, für Sie ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass erstens Information etwas ist, was nicht materiell ist und damit nicht aus etwas Materiellem entstehen kann und damit für Sie ein Beweis ist, dass die Evolution so nicht funktioniert hat. Ja, der entscheidende Punkt fehlt, nämlich wie Information entstehen kann. Man mutet das der Materie zu, aber da wir wissen, dass Information eine geistige Größe ist, also eine nicht materielle Größe, kann sie nicht aus der Materie heraus entstanden sein. Ich finde, dieses Argument ist eigentlich sehr einleuchtend und auch leicht nachvollziehbar, ohne jetzt in alle möglichen Tiefen der Lebewesen einzusteigen. Mhm. Ist das der Hauptpunkt, den Sie kritisieren an der Evolutionstheorie? Es gibt viele andere Dinge, die man kritisieren muss, aber dieses ist, finde ich, das Hauptargument, weil der Schritt von einem Lebewesen zum anderen eine neue Information braucht, also neue Information, die entstehen muss. Guck mal, was der hier schreibt, Elia, glaube trotzdem an die Evolution und bin Christ. Wo ist das Problem? Das sind zwei Gegensätze, mein Lieber. Entweder du glaubst an Gott und Gottes Schöpfung oder du glaubst an ein Zufallsprinzip und stammst von Affen ab, weiterentwickelten Affen. Und glaubst der Evolutionslüge. Beides geht nicht. Entweder du bist Christ und glaubst an die Schöpfung Gottes oder du bist Evolutionist und glaubst an einen weiterentwickelten Affen. Also bist du so ein weiterentwickelter Affe. Unglaublich, ey. Das kommt auch noch an die... Ey, das ist doch Wahnsinn, ist das doch. Das ist doch Wahnsinn. Kann doch auch von Gott erschaffen worden sein. Junge, das ist doch einfach nur noch nicht... Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Die Evolution sagt, es gibt keinen Schöpfer, sondern wir sind alle aus einem Zufall entstanden. Durch einen Urknall, der vor Millionen von Jahren entstanden ist. So ist das gesamte Universum, Sterne und alles mögliche. So sind wir dann irgendwann mal alle entstanden. Durch diesen riesen Big Bang oder was das da ist. Unfassbar. Ich komme sofort wieder. Ey, ich kann nicht mehr. So, this is die wahre Liebe hat der Jesus Christus bewiesen. Amen. Das war This is Love. Und zwar nicht durch Zufall. Aber wie ist das denn mit Lebewesen, wegen der die ausgestorbenen Dinosaurier? Die haben mal gelebt, leben heute nicht mehr. Dafür gibt es wieder ganz andere Lebewesen. Gibt es für Sie diese zeitliche Reihenfolge überhaupt nicht? Haben die einfach mal irgendwann existiert? Ja, wie ist das? Wie sortieren Sie das ein? Es gibt auch heute noch Lebewesen, die aussterben. Das ist ein ganz normaler Prozess in der Zeit, in der wir jetzt leben. Und so sind auch die Saurier ausgestorben. Die Wissenschaft diskutiert sehr ergiebig, was die Gründe gewesen sind für das Aussterben. Aber sie haben gelebt, sie haben existiert und sie haben ihren eigenen Bauplan gehabt. Das kann man deutlich sagen. Und wenn ein Lebewesen ausstirbt, ist auch der Bauplan für so ein Lebewesen nicht mehr vorhanden. Ist die ihre Information verschwunden. Wir haben jetzt ein bisschen darüber nachgedacht, was für Sie zu kritisieren ist an der Evolution. Aber das ist ja eher etwas Negatives. Wir drehen es jetzt mal positiv. Wie erklären Sie sich denn dann die Entstehung der Welt, wenn nicht über die Evolution? Ich habe ja schon gesagt, dass die Programme, die wir vorfinden in den Lebewesen, Informationen darstellen. Und Information braucht immer einen geistigen Urheber. Ja. Der geistige Urheber in diesem Fall ist der Schöpfer, von dem die Bibel berichtet. Und darum nehme ich den biblischen Bericht sehr ernst, weil das sehr gut auch zusammenpasst zu dem, was ich als Informatiker sage. Jede Information braucht einen Urheber, braucht einen Sender. Und das kommt in hervorragender Weise zusammen. Informationen, auf die wir selbst nicht kommen können,
das, was uns der Schöpfungsbericht liefert, das können wir wissenschaftlich nicht erfahren, nicht ergründen, nicht messen. Das ist nur durch Offenbarung uns zugänglich. Und der Schöpfer hat uns glücklicherweise informiert, dass er am Anfang da war und geschaffen hat. Und das kann ich nachvollziehen, auch wissenschaftlich, dass das also eine gute Lösung ist. Bevor wir da gleich nochmal drüber sprechen, wie auch die biblischen Erkenntnisse wissenschaftlichen Theorien standhalten könnten, würde ich doch gerne nochmal fragen, heißt das denn, auch wenn Sie das alles wörtlich nehmen, was dort in der Bibel steht, also im Buch Genesis dann in diesem Fall, heißt das dann auch, dass für Sie die Welt, so wie wir sie kennen, nur einige tausend Jahre alt ist und nicht 5 Milliarden, 6 oder 7 Milliarden Jahre? Das ist die Konsequenz. Man muss auch manchmal eine solche Spannung durchstehen. Die Wahrheit ist ja nicht davon abhängig, wie viele Leute das glauben, sondern die Wahrheit ist und bleibt unverrückbare Wahrheit. Und wenn Gott uns zugesagt hat, dass er nicht lügt, dass er uns die Wahrheit sagt, dann traue ich es ihm auch zu, dass das, was im Schöpfungsbericht steht, wahr ist. Nun sind Sie ja Professor und sind Sie auch Wissenschaftler. Das heißt, jemand, der viel denkt, der viel gelesen hat, der viel gelernt hat und vieles sich fortdenkt. Nun frage ich mich, wie sortieren Sie dann beispielsweise die Funde von Dinosauriern ein? Oder wie gehen Sie damit um, dass die Wissenschaftler noch Methoden gefunden haben, wo Sie sagen, also dieses Holz oder so etwas hat vor Millionen Jahren dort existiert? Was machen in diesen Zeiträumen? Die Frage der Zeiträume lässt sich so beantworten. Man muss generell unterscheiden zwischen den physikalischen Methoden, die auf Langzeitmethoden beruhen, und solche, die Kurzzeitmethoden sind. Eine Kurzzeituhr in der Physik ist die C14-Methode. Die geht aber nur einige tausend Jahre zurück aufgrund der vergleichsweise kleinen Halbwertszeit. Können Sie die gerade erklären, noch die C14-Methode bitte? Die C14 beruht darauf, dass in höheren Schichten der Atmosphäre radioaktiver Kohlenstoff entsteht. Normalerweise hat Kohlenstoff das Atomgewicht 12 und dort entsteht eine Variante C14. Und dieser Kohlenstoff C14 ist radioaktiv, der zerfällt mit einer Halbwertszeit von etwas mehr als 6000 Jahren. Dann ist die Hälfte des Materials zerfallen. Wenn wir jetzt irgendeine Substanz finden, ein Stück Leder, ein Stück Holz, das etliche 100 Jahre zurückliegt, dann kann man die Konzentration, die C14-Konzentration messen. Und diese Methode ist eichbar, das heißt, aus bekannten Stücken, die wir kennen aus solchen Zeiten, können wir vergleichen, wie alt jetzt dieses unbekannte Stück ist. Das ist eine Methode, die zwar gewisse Fehlerschranken hat, aber die gut anwendbar ist. Die Sie auch anerkennen würden? Die erkenne ich an, ja. Und wie bekommen Sie das dann übereinander? Die Langzeitmethoden, die sind von generell anderer Art, sie sind erstmal nicht eichbar. In der Physik ist sehr wichtig, dass man etwas eichen kann, wie bei einem Thermometer, wo man eine Skala ranmachen kann und sagen, jetzt ist das gerade die Temperatur. Die Langzeitmethoden sind deswegen nicht eichbar, weil wir die Anfangsmenge des zerfallenen Materials nicht kennen. Wir wissen nicht, wie viel... Jetzt hört ihr mal einen Wissenschaftler, der dagegen wirkt mit dieser Theorie, dass diese Erde und alles Mögliche Millionen und Abermillionen von Jahren ist. Und jetzt merkt ihr auf einmal, wie der Satan versucht, uns so wegzuholen vom Schöpfungsbericht Gottes und die Erlösung in Jesus Christus, damit der Mensch denkt, dass er ein weiterentwickelter Affe ist und nicht darüber nachdenkt und einfach so dahin lebt. Wahnsinn, ne? Das nennt man Verführung, das nennt man Irrglaube und das nennt man Satan hat alles hier auf der Erde das Sagen. Merkt ihr das jetzt, wie der Vers in der Bibel vor euren Augen deutlich wird, wenn der Satan den Herrn Jesus Christus mit auf einer hohen Zinne genommen hat und ihn die Reiche der Welt gezeigt hat, sinnbildlich, und er hat gesagt, ich werde dir das alles geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und das ist die Erde, der Teufel hat dir das Sagen. Deswegen kommt er mit so einer Evolution und allen Religionen und sowas, um dich von einer Wahrheit abzulenken. Selbst Allah möchte das nicht. Der will dich auch von einer Wahrheit wegholen. Und zwar vom Kreuzestod Jesu Christi. Und die Vergebung der Menschheit. Wahnsinn, ne? Alle Religionen, alle Weltanschauungen sind von ihm. Alle. Allesamt. Ohne Ausnahme. Außer das Evangelium, die frohe Botschaft, da hat er seine Hände nicht im Spiel. Heftig, ne? Deswegen setzt er auch immer wieder Leute ein, um die Menschen zu verführen, wie Influencer, Stars, alle.
damit sie dich von einer Wahrheit ablenken, und zwar die Rettung in Jesus Christus. Wahnsinn. Und was meinst du, wie schwierig das ist für den Menschen, hier in dieser heutigen Zeit den Wald vor lauter Bäumen zu erkennen? Versteht ihr? Dass sich ja so viel rumtummelt, und der Mensch, der ist ja total, wird ja von morgens bis abends übertrieben mit diesem ganzen Wahnsinn konfrontiert und bombardiert, und hast du nicht gesehen, ne? Ja, und dann versuch mal da den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, ne? Das hat der Satan angerichtet, weil er seine Welt hier ist. Das ist die Welt des Teufels. 2. Korinther 4,4, der Gott dieser Weltzeit. Ich komme sofort, meine Wundervollen. My wonderful peoples. Huhu! Da ist er wieder. Heute bekomme ich sehr viele heziologische Eingebungen. Heute habe ich sehr viele heziologische Eingebungen bekommen. Boah, Amir. Amir al-Mu'minin. Ich bin der Prinz der Gläubigen. Wer ist der wahre Prinz der Gläubigen? Das ist Dr. Sheikh Abu Amir. Ja. Aber heftig, ne? Wenn auf einmal der Werner Gitt auf solche Fragen antwortet, ne? Mit C14-Methoden und so. Wer kennt sich mit sowas denn aus? Da sieht man, wie hochintelligent der Werner Gitt ist. Merkt ihr das? Das kommt dann, wenn ein Informatikprofessor die Bibel am Verteidigen ist und das Wort Gottes. Heftig, ne? Und die, gegen die Anschuldigung der Atheisten und sowas dann vorgeht. Heftig. Einfach nur heftig. Ja, Alexa antwortet. Also das ist gar nicht Alexa antwortet. Da war gerade jemand anderes. So, wir wollen wieder hören. Warte. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Uran, es gab auch andere radioaktive Substanzen, die es bei der Schöpfung gegeben hat. Das ist eine unbekannte, und aus diesem Grunde sind diese Methoden prinzipiell nicht eichbar. Sagen Sie mir nochmal genauer, was verstehen Sie jetzt unter Langzeitmethoden? Also wenn die Wissenschaft sagt, ein Dinosaurier ist vor, keine Ahnung, 20 Millionen Jahren, ich weiß nicht, wann die gelebt haben, muss ich jetzt ehrlich sagen, jedenfalls nach der normalen Naturwissenschaft, ist das für Sie eine Langzeitmethode? Das ist Langzeit. Wenn das in die Millionen Jahre geht, sind das Langzeitmethoden. Die C14-Methode kann man anwenden, 5000 Jahre, wenn es hochkommt, 10.000 Jahre zurück. Dann verlieren sich die Messwerte in Ungenauigkeiten, im Rauschen, sodass man kein Nutzsignal mehr entnehmen kann. Wenn es in die Millionen Jahre geht, das nenne ich dann die Langzeitmethode. Und die stellen Sie einfach in Zweifel, weil Sie sagen, ja, voraussetzen, wie viel Mengen es dort gegeben hat, wissen wir gar nicht. Die kennen wir nicht, wir können sie nicht eichen. Ja. Dass Sie für sich sagen könnten, ich komme auch damit klar, dass die Welt 4000 Jahre alt ist und alle anderen Methoden sind in dem Sinne falsch zu messen. Wie 4000 Jahre? Ich würde schon sagen, 6000 Jahre plus einige der Zeit dazu, das können 2000 Jahre, 3000 sein. Das kann man nicht so genau festlegen, aber der grobe Rahmen ist von der Bibel vorgegeben, dass es sich um einige tausend Jahre handelt und nicht, dass es sich um Millionen Jahre handeln könnte. Also für Sie, Gott hat sich hingesetzt, ich spreche jetzt mal ein bisschen banal aus, und hat eine Idee gehabt von dieser Welt und hat die vor 6000 Jahren so hingesetzt, wie sie ist, mit allen Naturgesetzen, die wir finden. Ist das so richtig? Und das heißt, die Naturgesetze sind dann nur der Rahmen für die Schöpfung oder umgekehrt? Die Naturgesetze sind das Ergebnis der Schöpfung. So wie die Sterne geschaffen worden sind und die Erde und alles Leben in 6 Tagen, wie die Bibel sagt. Gott hat übrigens gesprochen, durch Sprechen entstand diese Welt, nicht durch Urknall, sondern durch die Rede Gottes, durch seine Vollmacht wurde das Universum in Existenz gerufen. Und dadurch existiert alles, diese Welt. Ist also auf diese Weise entstanden, das glaube ich, und das passt auch gut zu anderen Fakten, die ich sonst beobachte. Nennen Sie diese Fakten nochmal. Die Herkunft der Information, die Herkunft der Intelligenz, die wir überall in den Lebewesen finden, die Messmethoden, die die Lebewesen anwenden, sind hochpräzise, sehr genau. Eine Schlange kann zum Beispiel 3000 Grad Temperaturdifferenz messen. Und das sind genial ausgefeilte Systeme, die wir in den Lebewesen finden. Das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Da ist einfach
dass ich sage, hier ist ein genialer, ein weiser Schöpfer am Werk gewesen, der sich das ausgedacht hat und der das quasi zeitlos schaffen kann. Wenn er allmächtig ist, wenn er alle Macht hat, braucht er auch keine Zeit. Er hat zwar seinen Wille, das nun gerade in 6 Tagen zu tun, hätte es auch in 6 Nanosekunden tun können. So sieht das aus. Habt ihr gesehen? Der Werner Gitt hat noch ganz andere Sachen hier rausgehauen, ne? Über die Evolution und alles Mögliche. Sie nicht wahr. Wenn sie nicht wahr ist, gehört sie in den Mülleimer der Weltgeschichte. Ist sie wahr, dann gilt es darauf zu achten, was die Bibel sagt. Seid gegrüßt, Freunde. In diesem Video lassen wir den bekannten Ingenieur und Buchautoren Professor Dr. Werner Gitt zu Wort kommen. Im Rahmen dessen zeigt Werner Gitt mit einfacher Logik auf, dass die Bibel Gottes Wort ist. Hi, hört man mich? Ja, man hört dich. Gott segne dich und deine Familie. Gottes Segen haben mich. Amen. Ich habe eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob das was zu bedeuten hat oder nicht. Gestern nach dem Stream, also wo ich nochmal rausgegangen bin, also ich bin ja schlafen gegangen. Ich war ja noch im TikTok ein bisschen unterwegs, dann bin ich schlafen gegangen, habe noch vorher die Bibel ein bisschen gelesen, ja? Amen. Normalerweise, ich träume gar nicht, ja? Sehr selten, ja? Ja. Und ich hatte gestern einen Traum. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das was bedeutet, ja? Ich habe geträumt, ich liege im Bett, also so wie ich im Bett liege. Während dem Traum, dass ich während, also im Bett liege, schaue ich nach oben auf die Decke, ja? Da sehe ich einer Seite Engel, über tausende von Engeln. Und auf der anderen Seite sehe ich tausende von bösen Engeln. Verstehst du, was ich meine? Und die sind so am Kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das was zu bedeuten hat. Hast du das geträumt? Ja, das habe ich geträumt gestern Abend. Ja, das ist der Kampf zwischen Gut und Böse, wie mein Bruder dir gestern gesagt hat. Ne? Jetzt versuchen dich die, mehr oder weniger die Teufel, die sich da manifestieren in irgendwelchen Leuten, ja, dich da abzubringen vom Glauben. Ne? Jetzt hast du natürlich auch Angriffe und es kann durchaus sein, dass dein Traum im Unterbewusstsein, der Kampf zwischen Gut und Böse, dann dir nochmal gezeigt wurde. Ne? Dass die Engel für dich auch kämpfen. Ne? Dass der Herr... Amir, das waren tausende von Engeln. Ja. Die waren im Kampf. Kann sein, ich weiß es nicht. Kann sein. Also ich weiß es nicht, ob das was bedeutet. Das war so heftig, Amir. Ja, glaube ich dir. Natürlich, sie können manche Träume intensiv sein. Ne? Man weiß ja gar nicht mehr, ob das real war, das ein Traum war. Weil ich träume eigentlich fast gar nicht. Nie. Weil ich auch noch einen Traum habe, nach gestern. Okay, mein Lieber, bis gleich. Ich hole dich später wieder rein. Okay, okay. Ciao, Amir. Ich komme gleich wieder. Oder wisst ihr was? Ich lasse das abspielen. Da habt ihr was zum Hören. Ist. Die Bibel stellt fest, alleine die Werke der Schöpfung reichen aus, um zu erkennen, dass ein Gott sein muss. Also mit Atheismus ist da nichts zu holen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das sind 4 Präsidentenköpfe in Stein gemeißelt in Süd-Dakota. Und wenn ich jetzt sagen würde, dieses Bild ist entstanden im Laufe von Jahrmillionen durch natürliche Prozesse, da hat es Gewitter gegeben und Regen und Schnee und Eis und Frost und alles Mögliche und dann ist das so entstanden. Wenn ich diese Erklärung abgeben würde, dann würden Sie sagen, Sie haben die ganze Sache nicht verstanden. Gehen Sie am besten nach Hause. Aber wir können es nicht fassen. Etwas, was viel, viel komplizierter ist, nämlich Leben. Da glauben viele, das kann im Laufe von Jahrmillionen entstehen.
Man hält es im Kopf nicht aus. Damit hat Herr Gitt völlig recht. Das atheistische bzw. evolutionistische Weltbild ist so unlogisch, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann. Die Komplexität und Informationsdichte innerhalb der Schöpfung kann niemals durch unintelligente Prozesse und Zufall entstehen. Erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wissen wir, dass alles gespeichert wird mit Hilfe von diesen DNS-Molekülen, wo ein Vier-Buchstaben-Code im Einsatz ist mit Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Hier sehen wir die Struktur dieses DNS-Moleküls und hier finden wir die allerhöchste Informationsdichte, die es überhaupt gibt. Kein Computer weist eine solche Informationsdichte auf, wie sie hier repräsentiert wird. Stellen wir uns mal Folgendes vor, einen Stecknadelkopf von 2 mm Durchmesser. Und nehmen wir einmal an, dieser Stecknadelkopf von dieser Größe würde ausschließlich aus diesem DNS-Material bestehen. Dann ist die Frage, wie viele solcher Taschenbücher könnte man darin speichern? In so einem DNS-Molekül. Wie hoch kann der Stapel sein an Büchern, den man mit Hilfe dieses DNS-Materials im Stecknadelkopf speichern kann? Will mal jemand schätzen? Wie hoch kann der Stapel sein? Wer will mal schätzen? Sehr gut. Das ist ein Buchpreiswert. Holen Sie sofort das Buch an. Das ist Ihres. Das war gut geschätzt, aber doch nicht richtig. Der Bücherstapel kann noch 500 Mal höher sein als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Und das sind 384.000 Kilometer. Jetzt haben wir einen Eindruck davon, wie dicht die Information dort gespeichert ist. Wer an Evolution glaubt, muss glauben, dass eine so unvorstellbare Menge und in dieser Dichte von ganz alleine entstehen kann, mit alledem, was in der Schöpfung realisiert werden muss. Da gehört schon ein gewaltiger Glaube dazu. Und hier sehen wir ein Detail, nämlich ein Kolibakterium und auch nur ein Detail von einem Kolibakterium. Diese Bakterien befinden sich millionen- und milliardenweise in unserem Darmtrakt und die helfen uns jetzt unter Abendessen zu verarbeiten. Und die sind so klein, dass man sie überhaupt nicht sehen kann, sondern nur unter einem Mikroskop. Aber dann stellt man fest, dass dieses Kolibakterium 6 Elektromotoren hat. Da sind 6 Motoren eingebaut mit einem Flagellum und das sich mit 1200 Umdrehungen pro Minute dreht, also wie ein Elektromotor. Und mit diesem System kann das Bakterium dorthin fahren, wo die höchste Nährstoffkonzentration ist. Ein Bakterium, so winzig, dass man das gar nicht mit den Augen sehen kann, hat Motoren da drinnen, die einfach so funktionieren. Das ist so genial, ne? Das ist einfach so krass. Ich komme sofort wieder, Eli. Jetzt woher der Strom? Für meinen Laptop brauche ich Strom aus der Steckdose. Hätte jedes Bakterium eine Kabel- und Steckdose, das würde sich im Darmtrakt alles verheddern. Was macht der Schöpfer? Er baut in das Bakterium gleich das Kraftwerk zur Erzeugung des Stromes mit ein. Und so haben wir auf unvorstellbar kleinstem Raum ein eingebautes Kraftwerk und wir haben 6 Elektromotoren, die sind so unvorstellbar klein, dass keine Elektrowerkstatt sowas herstellen könnte. Wir sehen Wunder der Schöpfung überall, wo wir auch nur hinschauen. Die Idee von Darwin, diese ganze Evolutionstheorie, ist widerlegt. Es hat nie eine Evolution auf dieser Erde gegeben. Anpassung, ja, das gibt es. Aber es gibt keine Evolution, sodass neue
Systeme entstehen, neue Lebewesen entstehen. Das ist völlig ausgeschlossen. Nun ist die Schöpfung mit dem Universum in seiner unvorstellbaren Komplexität schon ein Gottesbeweis in sich. Aber der letzte Nagel im Sarg des Atheismus sind die erfüllten Prophetien, welche ausschließlich in der Bibel zu finden sind. Und jetzt geht es um die Prophetien im dritten Teil. Es hat mal ein Bibellehrer genau gezählt, wie viele Prophetien es gibt, die sich bereits erfüllt haben. Und in sehr mühsamer Arbeit kam er auf eine bestimmte Zahl. 3268 Prophetien haben sich bereits erfüllt. Es ist keine Prophetie bekannt, die sich anders zugetragen hat, als sie vorausgesagt wurde. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Natürlich gibt es in allem, was man sagt, Kritiker, die sofort dagegen sind und sagen, kann nicht sein, stimmt nicht und so weiter. Und ich möchte diesen Kritikern einmal nachgehen in ihrer Argumentation, worauf wir eingehen wollen. Drei dieser Einwände sind die folgenden. Sie sind nicht klar erkennbar, sagen die Kritiker. Oder sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Oder sie wurden erst nach der Erfüllung aufgeschrieben. Das ist das, was man dagegen setzt, gegen die Prophetie. Nun, wir werden darauf eingehen. Nun, zunächst einmal ein sehr markantes Beispiel aus dem Bereich der so vielen Prophetien. Und zwar habe ich herausgegriffen die Zerstreuung und die Rückkehr des Volkes Israel. Im fünften Buch Mose sagt Gott, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben und deine Fußsohlen sollen keine Ruhe haben. Also hier sagt Gott, als das Volk zusammen ist, ich werde euch zerstreuen, über alle Welt werdet ihr zerstreut werden. Aber er sagt späterhin dann im Buch Jeremia, dass er sie auch alle wieder zurückholen wird. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande der Mitternacht und aus allen Ländern, dahin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Hier sagt also Gott, ich bin es, der euch zurückbringt, wo ihr auch gewesen seid, in welchen Ländern. Nun, das wurde gesagt, als das Volk immer noch zusammen ist. Hier stand geschrieben vom Land der Mitternacht, das ist das Land im Norden. Jerusalem fällt auf und Moskau liegen auf demselben Längengrad. Seit 1989 sind aus der ehemaligen Sowjetunion 840.000 Juden zurückgekehrt. Das ist ein Sechstel aller Juden, die aus dem heutigen Israel kommen. Das heißt also, Gott hat hier eine Prophetie gegeben, sogar, dass aus dem Land des Nordens die meisten zurückgeführt werden. Haben wir alles zu Lebzeiten, kann man sagen, hier erlebt. Wie Gott nach fast 2000 Jahren seine Prophetien erfüllt. Messerscharf, sehr genau, kaum vorstellbar. Diese Juden sind nicht aufgegangen in den Völkern, sie sind Juden geblieben und sind zurückgekehrt. Und wer es nicht glaubt, kann nach Israel hinfahren und kann das nachvollziehen, was Gott versprochen hat. Und zwar möchte ich jetzt einmal diesem kritischen Einwand nachgehen. Sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Übrigens, der erste Einwand, der gesagt wurde, sie sind nicht klar zu erkennen, ist widerlegt durch diese beiden Prophetien, die ich genannt habe, die Zerstreuung und die Rückkehr Israels. Es ist sehr genau zu erkennen. Und es stimmt auch nicht, dass sie erst nach der Erfüllung aufgeschrieben worden sind, sondern die Bibel ist vor 2000 Jahren abgeschlossen in ihrem Kanon und 1948 hat sich das ereignet, was Gott versprochen hat. Also auch der Einwand 3 ist widerlegt. Aber jetzt haben wir noch diesen einen Einwand vor uns. Sie haben sich zufällig im Laufe der Geschichte erfüllt. Diesem Einwand wollen wir einmal nachgehen. Nun, ich habe schon diese Zahl der Prophetien genannt. Das sind 3268, wenn man alles berücksichtigt, was dort steht. Und wir wollen das jetzt einmal so machen. Wir machen ein
Modell, ein mathematisches Modell, bei dem wir für jede Prophetie eine Wahrscheinlichkeit von 50% ansetzen. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Eigentlich müssten wir sagen, 1 zu 1 Milliarde oder 1 zu 1 Billion, dass sich so etwas erfüllt. Aber wir sind großzügig, rechnen mathematisch sehr großzügig und liegen damit im Modell auf der sicheren Seite. Also wenn die Bibel eine Prophetie enthalten würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit also nach dieser Annahme 0,5 oder 50%. Wenn es zwei Prophetien gäbe, müsste man rechnen 0,5 mal 0,5, das sind 0,25. Bei drei Prophetien 0,5 mal 0,5 mal 0,5 kommen wir auf 0,125. Und jetzt sehen wir schon, was müssen wir rechnen bei 3268. Nur 0,5 mal 0,5 mal 0,5 und das Ganze 3268 Mal. Oder wir können das auch als Potenz schreiben, 0,5 hoch 368. Und was da rauskommt, ist 1,7 mal 10 hoch minus 984. Das ist eine unvorstellbar kleine Zahl. Das kann sich niemand mehr vorstellen, wie klein die Zahl ist. Ich habe sie unten nochmal hingeschrieben. 0, und nach dem Komma folgen 983 Nullen. Und dann erst die beiden Ziffern 1, 7. Von dieser Zahl müssen wir unbedingt eine Vorstellung haben. Denn sie soll uns etwas sehr Wichtiges sagen über die Wahrheit der Bibel. Und dazu habe ich mir etwas überlegt, nämlich das sogenannte Ameisenmodell. Mit Hilfe von Ameisen können wir das Ganze einmal uns anschaulich vor Augen führen. Und zwar hier auf diesem Bild sehen wir 5 Ameisen, 4 schwarze und eine rote. Stellen wir uns vor, wir tun diese 5 Ameisen einen Becher, schütteln einmal kräftig, mit verbundenen Augen greifen wir rein und ziehen eine Ameise raus. Wie groß wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass wir gerade die rote Ameise erwischen? Und ein Fünftel. Von 5 Ameisen eine, das ist ein Fünftel. Nun mal können wir uns vorstellen, je mehr schwarze von 5 Ameisen eine, das ist ein Fünftel. Nun mal können wir uns vorstellen, je mehr schwarze Mann mit einem Wasserglas mit 20.000 Ameisen. Aber da sehen wir, da kommt 0,00005, also erst 4 Nullen nach dem Komma. Also das war viel zu klein gegriffen. Eine Badewanne bringt es auch nicht, sondern eine Badewanne, da würden wir gerade 25 Prophetien mit abdecken. Hier kürze ich die Ausführungen des Herrn Gitt ein wenig ab. Nach diversen Berechnungen wird völlig klar, dass gemäß dem Ameisenmodell mehrere Universen mit Ameisen gefüllt werden müssten. Das wäre eine 1 mit 896 Nullen. Aber das sind jetzt Universen. So viele Universen müssten vollständig mit Ameisen gefüllt werden. Und in einem Universum wäre dann die rote Ameise. Die können wir ja mal suchen. Schon in einem Universum ist es unmöglich. Da könnten wir 1000 Lichtjahre, 1000 Jahre mit einer Rakete fliegen durch den Ameisenbrei und dann die Luke aufmachen und die eine nehmen. Also es ist alles gigantisch, groß und mächtig. Kritiker gibt es natürlich auch hierzu. Und da hat mir mal einer gesagt, ja, wie ist das eigentlich? Dieser gute Mann in Amerika, der Bibellehrer, der kann sich ja verzählt haben. Vielleicht stimmt ja die Zahl 3268 nicht. Ich fragte, wie viel denn? Wie viel wollen wir da mal daneben rechnen? Ja, meint er 10%. Oh, ich sage, wir können viel größer sein. Wir können sogar 50% annehmen, die er sich verrechnet hat. Und auch dann sind es immer noch 6 mal 10 hoch 406 Universen. Also wir sehen, es bleibt dabei bei der Aussage, dass das nicht funktioniert. Welche Schlussfolgerung können wir ziehen aus diesen Berechnungen? Nun, ich fange mit der ersten Schlussfolgerung an. Es ist unmöglich, dass die erfüllten prophetischen Aussagen sich zufällig erfüllen konnten. Das haben wir, glaube ich, alle eingesehen. Also der Einwand, die Prophetien haben sich im Laufe der Zeit zufällig erfüllt, ist damit mathematisch eindeutig widerlegt. Das kann nicht sein. Schlussfolgerung Nummer 2. Da die prophetischen Aussagen sich nicht zufällig erfüllen konnten,
bedarf es eines allmächtigen und allwissenden Gottes, der die Prophetien im Voraus nennen konnte und später aufgrund seiner Allmacht auch in die Realität umgesetzt hat. Wir sehen also schon, hiermit haben wir einen Gottesbeweis konstruiert, der verlangt, es muss ein allwissender und allmächtiger Gott sein, der so viele Prophezeien voraussagen kann. Weitere Schlussfolgerung: Da die Erfüllung der Prophetien nur durch einen Gott möglich ist, haben wir durch unsere Rechnungen einen prophetisch-mathematischen Gottesbeweis erbracht. Wir können das auch so sagen: Die Idee des Atheismus ist damit widerlegt. Eine wichtige Aussage: Der Atheismus geht überhaupt nicht. Er lässt sich mathematisch widerlegen. Dieses dicke Buch, was Dawkins geschrieben hat in England, wo er für den Atheismus wirbt, 500 Seiten, kann er in die Tonne werfen, wertlos, liegt völlig daneben. Jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Schlussfolgerung. Da es bei unserer Betrachtung um die Prophetien in der Bibel ging, ist der eben genannte Gott kein anderer als der lebendige Gott der Bibel. Meines Wissens ist das der einzige Gottesbeweis, der auf den Gott der Bibel hinweist. Gottesbeweise gibt es schon seit dem Altertum, aber alle diese Beweise weisen nur auf irgendeinen Gott hin. Das heißt, alle diese Gottesbeweise kann auch eine andere Religion verwenden. Diesen nicht, denn wir haben das abgeleitet aus den Prophetien der Bibel. Somit weist dieser Beweis ausschließlich auf den Gott der Bibel hin. Damit haben wir den Nachweis erbracht, dass dieser Gott der Bibel existiert. Er muss ewig sein, er muss allmächtig sein und allwissend sein. Weiterhin, wir haben den Nachweis erbracht, dass mindestens alle diejenigen Teile der Bibel, die Prophetien benennen und ihre Erfüllung beschreiben, wahr sind. Wenn sich 3268 Prophetien bereits erfüllt haben, können wir annehmen, dass sich auch die noch nicht erfüllten Prophetien, zum Beispiel über die Wiederkunft Jesu oder das Ende dieser Weltgeschichte, genauso planmäßig erfüllen werden. Und die siebte Schlussfolgerung: Wenn wir für große Teile der Bibel den Nachweis der Wahrheit erbringen konnten, dann ist es gerade für große Teile der Bibel den Nachweis der Wahrheit erbringen konnten, dann ist es geradezu zwingend, dass die ganze Bibel wahr sein muss. Das ist ein schönes Ergebnis. Wir können mit mathematischer Gewissheit sagen, die ganze Bibel ist wahr, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Alles. Und dahinter steckt kein anderer als der Gott der Bibel. Auch das haben wir damit nachgewiesen. Damit haben wir auch gleichzeitig gezeigt, dass die anderen Götter in den Religionen, dass es die gar nicht gibt. Die Bibel nennt sie darum auch Götzen. Das ist sehr wichtig, auch dass wir das daraus erkennen. Wir sehen, die Schlussfolgerungen, die wir ziehen, sind sehr weitreichend. Aus Liebe bist du gerufen, dass du zu diesem Jesus kommst. Tue das. Hier und heute, nicht irgendwann. Immer dann, wenn Jesus uns ruft, tut er das mit einem heiligen Ruf und sagt: Komm, ich will dich heute retten. Heute mache ich dich zum Kind Gottes. Heute will ich dir den Himmel schenken, dass du ewig bei mir bist. Und ich werde dir alle Schuld deines Lebens vergeben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Kurz, knapp, für jeden verständlich, für jeden ausführbar. Ob du Analphabet bist oder Nobelpreisträger, spielt gar keine Rolle. In der ganzen Spanne hat das Jesus für jeden gleich gemacht. Keiner ist bevorzugt und keiner ist benachteiligt für diese Entscheidung. Jeder kann das tun. Bis umhin musst du wissen, was der andere Weg ist. Mein lieber Freund, in unserer Gesellschaft rühmen wir die Rationalität und Logik. So versuche doch einmal, das Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen, welches unter diesen Aspekten die Wahrheit enthält. In diesem Sinne, seid gesegnet. Man sieht sich und bis bald. Ja, was ist denn da los? Danke. Alle liken. Genau, alle likey-likey machen.
Oh, thank you very much. Dziękuję. Dziękuję, danke, danke, danke. Vielen Dank. Ja, yeah, Dr. Scherer, aber mir zeigt sich wieder. Wie er lebt und lebt. Heute habe ich viele, viele hetzologische Anweisungen bekommen. Dein Hund hat uns gut unterhalten. Ja, hat er euch einen vorgeschnarcht oder was? Hat euch einen gut vorgeschnarcht? Was für ein Bart, ja. Das ist ein Bart. Der ist aber angeklebt. Ich habe mir so einen angeklebten Bart dran gemacht. Maschallah, maschallah, was für ein Bart. Richtig gut angeklebt, ey. Imagine, Army had a low tape of it. Yeah, imagine. Er kann alles suchen auswendig. Ja, wenn man den fragt, was hältst du, ist Mohammed ein Prophet? Ja, antwortet er leider nicht. Ist Mohammed ein Prophet? Hey! Hey! Ist Mohammed ein Prophet? Was ist los? Mit ein feine! Ein feine Kelb! Allah hat auch einen Hund! Allah und ich haben etwas gemeinsam. Wir haben beide einen Hund. Mein Hund ist hier und Allahs Hund ist im Himmelreich. Der hat einen Hund, Leute! Die Muslime verfluchen, Muslime, die Hunde haben, aber haben kein Problem, dass ihr eigener Gott Hunde im Haus hat. Das ist so heftig. Ami al-Samir, ja. Al-Jami al-Sarir. Oh, langsam wird mir hier warm. Obwohl es bewölkt ist, man denkt so, aber es ist 23 Grad, ey, Wahnsinn. Mein Gott. Was hat der, was hat Dorian gesagt, was ist das? Donny Brex. Thank you. Dich beleidigt, ja, sofort. Die Geschwister sind sofort am Start. Bremsen. Bremsung vollziehen. Armin, du bist Leonidas von 300. Ja, kann sein. Wir sind bestimmt verwandt miteinander, Leonidas und ich. Der hatte auch so einen Bart und so ein Dings, ne? So ein Auftreten. Ja, ich könnte echt so ein Security-Typ sein oder was, ne? Unglaublich. Security. Security. Aber heftig, ne? Die Predigt von Dr. Professor Werner Gitt, ne? Man kann sich alle Predigten von ihm anhören, ne? Wird nie einen langweilig. Weil er das so gut rüberbringt, dass es schon ultra faszinierend ist, ne? Na, das können wir uns auch gleich anhören, ne? Schuf Gott durch Evolution. Werner Gitt, das ist auch sehr interessant. Vor 4 Jahren. Lebt Professor Werner Gitt noch? Ja, ne? Der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt noch. Gottloses Deutschland, aha. Was sagt er hier? Gott vergessen in diesem Land, stellen wir uns das vor. Wir lieben Gott vergessen in diesem Land, stellen wir uns das vor. In diesem Land im vergangenen Jahr wurden 100.000 Abtreibungen durchgeführt. Stellen wir uns das mal vor. Die Bibel sagt, das ist Mord. Das ist nicht irgendetwas. Den biblischen Wahrheitsgehalt der Schöpfung haben wir verworfen zugunsten der Evolution und sagen, alles ist irgendwie auf blödsinnige Weise durch Mutation und Selektion entstanden. Und haben den Schöpfungsbericht ausradiert. Das heißt, wir haben Gottes Botschaft für nichtig erklärt, gilt nicht mehr. Wir sind klüger geworden durch Evolution. Nicht, wir sind klüger geworden, wir sind dümmer geworden. Die Klimadiskussion, die nimmt zuweilen Züge einer Ersatzreligion an. So sieht's alles aus. Hängt plötzlich davon ab, oder denken wir an die Ehe für alle. Ehe für alle. Damit haben wir Gottes Gebot massiv missachtet. Massiv. Das tun wir. Der Bundestag beschließt das. Stellen wir sowas mal vor. Wir lieben Gott.
Was? Mein atheistischer Arbeitskollege liebt dich. Er hat sich das Video mit Christian Prince angeschaut, okay? Nicht schlecht. Ich hoffe natürlich, dass er sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt und seine Seele in Sicherheit bringt, weil sein Atheismus bringt ihm nichts. Sein Atheismus bringt ihm überhaupt nichts. Nur den Schritt ins Verderben. Professor Dr. Werner geht, der hat schon eine riesen Detonation ausgelöst unter den ganzen Atheisten, ne? Neben Montana Black, ja? Genau, ich wohne neben Montana Black. Unplanned. Schaut euch den Film Unplanned an. Antwort auf alle Gewaltstellen in der Bibel. Der Klaus hat ein Video hochgeladen. Wahnsinn. 4 Stunden und 29 Minuten. Heftig. Auch nicht schlecht. Auch an den Koran ran. Täter hetzt im Krankenhaus, was ist das denn? Sag bloß, dieser Süleyman A. ist am Hetzen. Der Täter aus Mannheim soll nun wach sein, doch nicht mehr im Koma, wie es noch gestern hieß, und soll keine Reue zeigen und unverschämt zum Krankenhaus per... Aha, seht ihr? Jetzt kommt die Wahrheit nämlich raus. Jetzt kommt der Süleyman und sagt nämlich die brutale Wahrheit über den Islam und das, was er getan hat. Ne? Und die Muslime gratulieren ihn auch noch dazu. Ne? Sag, das hast du sehr gut gemacht, Süleyman. Das war sehr, sehr gut, was du getan hast. Ne? So beglückwünschen sie und beklatschen ihn und sagen, das hast du toll gemacht. Ja. M&M, nicht verfügbar. Nicht mehr verfügbar. Was ist denn los mit euch allen? Keiner verfügbar, dann geht's weiter. Personal ist da auch noch. Leute, was hier mittlerweile abläuft, ist so unfassbar. Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content. Ich muss mich herunterfahren. Gerne ein Abo dalassen. Herzlich willkommen. Wir haben gerade gestern Abend in meinem Video darüber diskutiert, gesprochen, ich berichtet, dass der Täter aus Mannheim angeblich wieder im Koma liegt. So die Nachrichtenlage gestern. Wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, sehen wir das ja hier. Mannheim 24 vom 20. Juni hieß es. Künstlichen Koma, wie Mannheim 24 zuerst berichtet. Ja genau, man hat ja einiges so mitbekommen. Er war ja die ganze Zeit im Koma, aber jetzt ist er wieder auf einmal wach. Und jetzt fängt er auf einmal an, so ein bisschen mehr oder weniger über diese Tat zu sprechen. Ne? Und so weiter. Hier heißt es, er sei noch immer in diesem künstlichen Koma. Wir sehen beispielsweise hier vom Mannheimer Morgen die Nachricht. Zack, hier unten hatte ich es in einem Absatz dann gefunden. Er wurde anschließend operiert und konnte zunächst nicht vernommen werden. Der Mann lag am Mittwoch noch im Koma, wie Polizeikreise mitteilten. Und das war ja wirklich konträr zu der Nachricht, die wir vor ein paar Tagen, 3 Tage zuvor war es nämlich, mitbekommen hatten, dass er aus dem Koma erwacht worden wie ist und dass er ansprechbar wäre und auf Reize reagierte oder ähnliches wurde da vermeldet und sowas in der Richtung. Jetzt heißt es, komischerweise, also ich habe ja mittlerweile das Gefühl, der schläft ein, dann ist er im Koma, dann wird er wieder wach oder sonst was. Also wir sehen, dass die Nachrichtenlage hier wirklich ein Graus ist, ein absoluter heftig, ne? Graus. Und es ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie im Supermarkt ein paar Eier gestohlen hat und man jetzt ja, mal so echt am Rande interessiert ist über die Situation. Nein, es geht hier darum, dass 5 Menschen auch jetzt noch im Krankenhaus liegen, Michael Stürzenberger und Team, und ein Mensch, ein Polizist, Rufen L. sein Leben verloren hat. Wie mit dieser Situation nachrichtentechnisch umgegangen wird von den Behörden, ist unfassbar. Ganz unfassbar. Ich sage euch die Bilder jetzt nicht hier, aber Zitat heißt es bei der Bild: Nach Attentaten in Mannheim kam er selbst in Klinik. Polizistenmörder wach und unverschämt, heißt es nämlich hier. Sein feiges Attentat erschütterte Deutschland, aber er wird die Folgen der Tat wohl überleben.
Täter soll wohl wach sein und unverschämt zum Klinik. Das Land der Schätze. Der ist also wach und jetzt pöbelt der und ist total unverschämt zu den Menschen, ne? Personal. Was soll ich dazu jetzt großartig sagen, Leute? Das Ganze ist mittlerweile 3 Wochen her. Und jetzt liest man solch eine Nachricht hier. Angeblich sollte er auch schon irgendwo in einer psychiatrischen Klinik sein. Dieses Gerücht ging ja auch rum. Das scheint sich, sofern diese Nachricht jetzt wir müssen uns um den Täter kümmern. Ich weiß mittlerweile echt nicht mehr, was... Wir müssen uns um den Täter kümmern, so wie ich mich hier um Dings kümmern muss. User 123. Der muss auf jeden Fall zu seinen Dings geschickt werden. Zu seiner Religion. Den muss man schön zu seiner Religion schicken. Danke, dich auch. Was ist das für Kamelurinleitung? Ali hat Kamelurinleitung. Ich weiß auch nicht, was da denn los ist. Ali. Hallo. Dann nicht. So. Nicht mehr, was man hier glauben kann. Mal weiter. Mal gucken, vielleicht kriegen wir morgen wieder eine Nachricht. Er liegt jetzt doch wieder im Koma oder immer noch, war nie wach. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist wirklich so suspekt. Und ich frage mich auch, warum hat denn noch niemand von der gesamten Presseberichterstattung mal versucht, vor Ort eine Berichterstattung zu machen. Zumindest, man kennt das doch, dass die Reporter zu dem Krankenhaus hinfahren, wo so ein Täter liegt, und dann filmen die zumindest mal die Außenkulisse. Ganz freche, dreiste Reporter würden mit einer kleinen Versteckenkamera rein. Das ist echt heftig, ne? Dass es nicht wie nennt man sowas, so ein Reporter oder was da hinläuft und mal herausfindet, was überhaupt mit dem Typen los ist. Dass die Polizei auch nicht sagt, was mit dem ist, dass das Krankenhaus, obwohl die Gesellschaft ein Recht hat, darauf informiert zu werden, oder nicht? Was ist denn jetzt mit dem? Was ist denn jetzt mit ihm? Wo ist der? Was macht der? Ist der wach? Ist der im Koma? Was ist das für schwammige Aussagen, die getätigt werden? Das ist echt heftig. Und würden dann zeigen, ja, hier auf dem Flur, da stehen 1-2 Polizisten, die halten Wache, damit hier nicht irgendwie einer reingeht und ihm was tut, wenn der im Krankenbett liegt. Nichts. Nichts. Gar nichts dergleichen. Nichts bekommen wir mit. Es ist wirklich ein ganz, ganz abstrakter Fall. Und das Ganze geht hier weiter. Er liegt nämlich im Theresienkrankenhaus in Mannheim, wie es hier heißt. Und der Islamist soll nach den Verletzungen durch eine Polizeikugel an einer Beinlähmung leiden, heißt es jetzt hier. Ein Insider sagte zu Bild, Zitat, schon nachdem er aus dem künstlichen Koma geholt wurde, spürte er sein linkes Bein nicht mehr. Wann wurde er jetzt rausgeholt? Als er gestern wieder drin war oder vor 4 Tagen, als er da angeblich rausgeholt wurde? Ich frage für einen Freund. Bei der schwierigen Operation, die Polizeikugel aus seiner Bauchschlagader zu holen, wurde wohl sein Bein verletzt. Doch es ist ein Wunder, dass die Ärzte diese gefährliche Operation derart gut gemeistert haben. So heißt es von einem Insider zur Bild über die Situation. Aber jetzt geht's weiter und da sagt der Insider, Zitat, er macht nicht den Anschein, als bereue er seine Taten. Er ist zum Personal sehr unfreundlich und fordert, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Also der nimmt dem Polizisten sein Leben und dann fordert er noch, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Hey, lass mich mal jetzt frei hier. Egal jetzt. Der Polizist hat jetzt sein Leben verloren, ist nicht schlimm. Ja, lass mich raus. Ja, sag mal, was ist denn bloß los mit diesen Leuten, Mann? Das ist krank. Ich komme jetzt sofort wieder. Dr. Scherer, aber mir geht mal wieder hinter Hijab. Besser ist das. So. Immer hinter Hijab verstecken wir alle. Einfach immer hinter Hijab. Du machst nichts Verkehrtes.
war mir kurze Frage, darf man Igel essen? Ja, wenn die Borsten natürlich etwas länger sind als 5 cm, dann nicht. Wenn sie 5,1 cm sind, dann würde ich dir davon abraten, weil das seine Majestät verletzen könnte, dass du ein Igel isst, der Borsten hat, das länger als 5 cm ist. Ne? Also lass es lieber. Damit du sicher auf der sicheren Seite bist, Achi, würde ich dir das nicht empfehlen. Aber Allahu alam. Ne? Also von daher ist es dir überlassen, wie du da vorgehst. Ich empfehle dir auf jeden Fall ein Lineal mitzunehmen. Also wenn das 5,1 die Borsten des Tieres, des Igels 5,1 sind, dann mach das besser nicht. Weil es könnte sein, dass es seine Majestät beleidigt und verletzt. Also lass das lieber. Wenn du also dich unsicher fühlst, Achi, Achil Karim, dann mach es besser nicht. Wa ala ala, wa ala wa ala ala. Genau. So wie Abul Bala immer sagt. Wa ala ala, wa ala wa ala ala. Und am Ende weiß niemand, wer was konsumieren darf. Und Allah weiß es am besten. Genau. Und Allah weiß es am besten. Die geben dir also so 80 Meinungen und geben ihren absoluten 6 Meter langen Text und am Ende schreiben die da drunter und Allah weiß es am besten. Super. Und was hat der Leser jetzt rausgehört? Gar nichts. Er ist also noch verwirrter als verwirrt. Ja, super. Darf man Schienbein rasieren? Ja, das kannst du mal, aber nicht mit Gillette macht 3, sondern Gillette macht 7. Gillette macht 3 könnte seine Heiligkeit verletzen, weil du weißt ja, 3, 3 Einigkeit, das könnte den Allah verletzen. Von daher würde ich dir Mach 7 empfehlen. Besser nicht 3. Mach 7. Dann ist es kein Problem. Also mit 7-facher Klinge, Hauptsache nicht 3. Ja. Allahu alam, genau. Allahu alam. Und am Ende sagen wir wieder Allahu alam. So, lass uns mal kurz noch das zu Ende gucken und hören, was da abgeht. Ja, wo möchte der denn hin? Wieder nach Hause? Ja, wo möchte er denn hin? In den Urlaub fahren vielleicht? Ich überspitze das jetzt bestimmt ein bisschen, aber was ist denn das für ein Rechtsverständnis? Weiß der Mann überhaupt, was er getan hat? Weiß der Mann überhaupt? Der Süleyman A., der denkt, der ist so in Afghanistan, dass er so einen Käfer umgelegt hat. Jetzt denkt er, die Taliban kommt und klatscht in die Hände. Ja, das hast du gut gemacht, Süleyman. Du bist ein toller Typ. So denkt er. So denkt der Süleyman. Ja, komm, lass mich mal jetzt hier raus. Auch wenn ich dazugehöre. Mit dem MESSER da in den Polizisten reingemacht. Lass mich mal raus. Lass mich mal bitte jetzt hier raus. Komm. Ihr habt doch meine Tat gefeiert. Macht jetzt mal bitte. Holt mich hier raus. Was sind denn Angehörigen von... Ich bin ein Dschihadist. Holt mich hier raus. Rufen L. den verstorbenen Polizisten angetan hat mit seiner Tat? Die Lebensgefährtin des verstorbenen Polizisten... Die wird den Lebtag mit dieser Situation leben müssen. Mit diesem Verlust. Die Eltern des Polizisten. Ich weiß ja, ob er noch mehr Familie, sprich Geschwister, auch noch hatte. Das ist unfassbar. Dann hier zu fordern, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Ja, aber dann bitte in den Kerker. Und nirgendwo sonst hin. Wenn er dann nicht möchte, okay. Bei Wasser und Brot. Nach Bildinformationen befindet sich der Attentäter noch auf der Intensivstation, heißt es, wird dort rund um die Uhr von 2 Polizisten bewacht. Heißt, das kann ich mir schon gut vorstellen, je nachdem, wo und wie er getroffen war, dass das Ganze 3 Wochen wirklich jetzt gedauert hat, mit Koma, allem drum und dran. Ich bin kein Arzt, ihr könnt eure Einschätzung gerne mal unten in den Kommentaren machen. Es ist halt schon massiver Gewalt gegriffen, um vermutlich Kritik am Islam zu unterbinden. Er hat nämlich eben damit die Kritik nicht unterbunden. Das Ding, der Elefant im Raum, man kennt das, ist es jetzt auch noch, verstehe mich nicht falsch. Aber es ist leichter. Elias, ich warte jeden Tag auf dich, mach dir keine Sorgen. Du denkst wirklich, ich habe Angst vor dir? Jeden Tag, kein Problem. Wir können einen schönen Kaffee können wir trinken. Ja? Einen leckeren Kaffee können wir trinken. Latte können wir sogar trinken, Latte Macchiato. Eine schöne Latte. Hast du das? Position ungenau. Hast du das?
Hast du das verstanden, Elias? Wir können uns zum Kaffee Latte können wir uns sehen. Latte Macchiato. Aber auch gerne, was du haben möchtest. Nein, ich war gerade durch den Tunnel am Fahren, deswegen. Ein schöne Latte Macchiato für Elias. Elias, lass uns ein Kahwe trinken, ein Kahwe. Ja, genau. Da siehst du mal, die Muslime nennen ihre Kinder Elias, ohne zu verstehen, was Elias bedeutet. Ja, Elias bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Elias bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Ja, wir können ja auch den griechischen Wein trinken. Griechischer Wein. Komm jetzt mit Elias und ich trinke mit dir ein Wein. Komm und trink doch endlich mit mir ein griechischer Wein. Elias! Was für Chaoten hier drin, ey. Da will er noch so tun, als wäre das keine Drohung. Natürlich zum Kaffeearm hier. Ist das ein Typ, ey. Ja, Dr. Scherer, aber mir trifft auch ab und zu mal die Töne. Der ist nicht so wie Trubadix, wie das heißt. Von Asterix und Obelix. So. Wein zum Schienenbein, ja genau. Okay, hören wir weiter. Nicht von Elias oder irgendeinem anderen bedrängen lassen. Weiter geht's. Um es so auszudrücken, dass man dieses Thema kritisch betrachtet, dass man sich kritisch... Lucky Luke. Nicht reizbar. Ja, wenn jemand Drohungen in den Kommentarbereichen äußert, ja, da kannst du davon ausgehen, dass der Dr. Scherer aber mit direkt auf Zündung ist. Ja, mit so Fake-Accounts, die so reinkommen und dann, oder weiß ich, mit so einem Account hier reinkommen und dann solche Sachen hier äußern. Ja. Da braucht man sich doch nicht wundern, dass ich dann direkt darauf reagiere. Ja, Elias und ich, wir müssen griechischen Wein trinken. Und dabei das Lied singen. Ja, lass dich nicht drauf ein, ich weiß. Aber manchmal, das tut mir weh. Versteht ihr, was ich meine? Da kommen so Leute, ich versuche diese Menschen aufzuklären über diese Sekte und die sagen zu mir, ich bin Hetzer. Das ist unglaublich. Kritisch dazu äußert zu diesem Thema, seit diese Dramatik bekannt ist. Weil ansonsten, wenn man über die Einzelfälle spricht, ne, das ist ja hier ein Einzelfall, passieren natürlich nur Einzelne, ne, Einzelne. Wie ihr jetzt hier zum Beispiel seht, und ihr seht da oben auch wieder die 19 stehen, das sind die Kommentare, die ausstehen, die ich hier will. Die 19, ja, sind schon wieder 20. Also ich bin euch ja dankbar dafür. Aber ich glaube, dieses Projekt werde ich nicht durchführen können über nächsten Wochen, Monate, weil es mir zeitlich nicht passt, weil ich es nicht hinkriege, weil es so viele Fälle sind, die ich hier einpflegen muss. Und auf der anderen Seite, weil es echt belastet. Es belastet verdammt. Es belastet verdammt, wenn man sich beispielsweise nur mal hier den 17. Juni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Fälle an einem einzigen Tag. Und es sind nur die, die ich gefunden bzw. zugespielt habe von euch. Und wenn man sich das Ganze anguckt, dann ist das sowas von erschreckend. Und dann kann man vielleicht von Mannheim, von einem Einzeltäter einer schlimmen Situation sprechen. Aber auf der anderen Seite haben wir offizielle Zahl 13.844 solcher Fälle im Jahr 2023 gehabt, wo der Tichys Einblick sagt, es sind weit über 20.000, wo News sagt, es sind, wie viel waren es, 22, 24, 26.000, sowas um die 25.000 erkannte. Egal wie viele es sind, auch wenn es nur 13.844 mit Messer sind, dann ist das jeder Einzelne zu viel und da muss gegen vorgegangen werden. Punkt. Diskussionsfrei. Sobald es... Ja, es ist echt heftig, ey. Das ist echt heftig. Da kommt er auf den Gedanken, ey, glaubt es mir, so war ich hier sitze. Es würde mich nicht wundern, wenn der Süleyman A. auf unzurechnungsfähig macht. Ohne Spaß. Weil hier in Deutschland ist ja so ein Quatsch ja möglich. Unzurechnungsfähig. Thema, aber selbst bei einem ganz normalen Bürger, wenn du ein MESSER benutzt und das in seinen Hals, ne, ja, dann ist die Heimtücke ja direkt die Schwere der Schuld. Heimtücke. Und Mord ist natürlich dann dementsprechend anzuklagen.
Ja, ich glaube, der wird mit SV nie wieder rauskommen, ne? Lässt du den mal. Aber mal abwarten, ne? Ja, eigentlich müssen die Richter ihn mit SVLL, also lebenslang plus anschließender Sicherheitsverwahrung, aus dem Weg schaffen, ne? Aber ja, mal abwarten, was diese Leute überhaupt da überhaupt, wenn irgendwelche Kinderschänder hier in Deutschland Bewährung bekommen, ja, oder für Kinder-PORN-Filme, ja, weißt du, was für eine Gesellschaft wir sind. Der Fall Edati ist natürlich extrem heftig. Extrem heftig. Hängt das bei euch? Hört man mich gut? Ab und zu bist du weg. Ja, es kann sein wegen dem Regen. Ist es jetzt besser? Ist es jetzt besser? Jetzt hört ihr mich wieder besser, ne? Schon besser, ne? Ja, ab und zu muss ich die ganzen Apps im Hintergrund schließen, ne? Kennt das ja auch vor eurem Handy, ne? Sobald zu viele Apps im Hintergrund am Laufen sind, dann ist die Verbindung ein bisschen katastrophal. Deswegen muss ich das immer wieder schließen, damit das System sich nur auf TikTok konzentriert. Ja. Ich wollte mit euch noch dieses eine Video von Ahmed Abdel-Samad, als ich das vor zwei Tagen oder sowas abspielen habe lassen, ne, das wollte ich noch mit euch gucken. Das ist so gut gemacht, ne? Der hat den Nagel so auf den Kopf getroffen in diesen 5 Minuten. Das müsst ihr euch nochmal anhören, warte. Ja. In Artikeln der Menschenrechte diese Haltung nicht. Auch vom Islam. Im Koran nicht mit dem Maß ganz andere Bedürfnisse sagen, dass es geschützt wird. Und hat in dieser Zeit über seine Erfahrungen mit dem Islam und seine Beobachtungen zum arabischen Frühling. Bitte hört euch mal die Rede von Ahmed Abdel-Samad an. Vor 11 Jahren, was er da schon den Leuten mitgegeben hat, was heute die Realität ja total widerspiegelt. Pass mal auf. In Ägypten publiziert. Meine Damen und Herren, stellen wir uns vor, wir würden alle jetzt auf einem Schiff sitzen und wir wollen eine Weltreise unternehmen. Stellt euch mal vor, wir sitzen alle auf ein Schiff und wir wollen eine Weltreise unternehmen und der Kapitän des Schiffs nimmt eine Karte aus dem 6. Jahrhundert, um die Navigation vorzuführen. Plötzlich erfahren wir, dass der Kapitän für seine Navigation eine Weltkarte aus dem 7. Jahrhundert benutzen wird. Einige von uns werden vielleicht sagen, das ist süß. Die Vernünftigen unter uns werden aber sagen, das ist gefährlich. Ja, genau. Der Islam ist in ganz anderen Zeiten entstanden und hat zu ganz anderen Menschen gesprochen. Was hat er mit dem Vergleich denn gesagt? Er hat gesagt, Muslime berufen sich auf die Schriften, was in Mohammeds Leben passiert ist, aus dem 6. Jahrhundert, und wollen das in diese Zeit auch anwenden. Und dann entsteht diese Katastrophe. Das ist das, was er meint. Die ganz anderen Bedürfnisse und Probleme hatten als wir. Deshalb ist es richtig, dass wir den Islam, den Propheten und den Koran nicht mit den Maßstäben des 21. Jahrhunderts beurteilen, aber als eine Gegenleistung muss auch vom Islam verlangt werden, sich nicht einzumischen in den Angelegenheiten des 21. Jahrhunderts. Sonst gilt diese Haltung nicht.
um westliche universelle Werte. Wir reden eigentlich von den 30 Artikeln der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Und Kern dieser Erklärung ist die Selbstbestimmung. Selbstbestimmung auch über den eigenen Körper, auch über die eigene Sexualität. Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber auch von Mehrheit und Minderheit. Und wer sagt, dass das mit den islamischen Prinzipien vereinbar ist, lügt sich in die eigene Tasche. Islam und Demokratie sind nicht kompatibel und müssen nicht kompatibel gemacht werden, damit ein modernes Leben gelingt. Der Islam hat zwei Seiten, eine spirituelle Seite und eine juristisch-politische Seite. Nur die juristisch-politische Seite muss entmachtet werden, dann gelingt das Zusammenleben und gelingt das moderne Leben insgesamt. Alles. Hängt es oder hört ihr alles? Ist alles okay oder hängt es wieder? Ist okay? Ich höre alles, ja, perfekt, okay. Andere ist Augenwischerei. Was ist genau das Problem, wenn wir über Integration reden? Warum, wenn wir über Integration reden, kommt jemand und sagt, der Islam ist Teil von Deutschland? Der Islam ist kein Teil von Deutschland aus einem einfachen Grund, weil der Islam sich niemals als Teil von irgendetwas gesehen hat. Der Islam muss das große Ganze sein, das alles von oben bestimmt. Und alles andere muss sich unterordnen. Stellvertreterdebatte für so viele Sachen, für so viele Probleme, die hier auch in diesem Land schieflaufen. Deshalb hoffe ich, dass wir die Islamdebatte benutzen, um insgesamt über die Rolle der Religion in dieser Gesellschaft zu reden. Über die Macht der Kirchen in der Bildung, im Justizwesen und auch in den Medien. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist die Islamdebatte nutzlos. Kehren wir zurück zu unserem Schiff. Kein Mensch hat irgendwas dagegen, dass an Bord auch Muslime und Christen und Juden, Atheisten ihre Rituale halten und ihre Religion oder Nicht-Religion ausüben. Auch problematisch wird es aber allerdings, wenn einige von den Gläubigen aufstehen und sich Richtung Cockpit bewegen. Ja. Das sollte uns spätestens dann alarmieren, denn wir wissen aus der Geschichte, dass wann immer die Religion am Steuer saß bei einem Schiff, dann kam dieses Schiff nirgendwo an, sondern musste sinken mit allen seinen Insassen. So sieht's aus. Wir müssen nicht Versen aus dem Koran oder an Versen des Korans herumschrauben, bis sie an der Moderne angepasst werden. Reden können wir später, ja? Okay? Wir können nicht an den Versen des Korans herumschrauben, bis sie an die Moderne angepasst werden. Wir müssen nicht die ganze Zeit über Moscheebau, Beschneidung und Minaretten diskutieren, sondern diskutieren wir lieber über das Zusammenleben und über die Regeln des Zusammenlebens. Integration schafft man durch Bildung, durch Arbeit, durch soziale Mobilisierung und durch gesunde Kommunikation. Und da sehe ich den Islam eher als Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Ich kenne viele Muslime, auch gläubige Muslime, die Demokraten sind, die friedlich in diesem Land leben. Das tun sie aber nicht, weil sie Muslime sind, sondern weil sie vernünftige Menschen sind. So sieht's aus. Ist das, was wir brauchen. Vielen Dank. So sieht's aus. Das ist das. Es gibt Muslime, die einfach fernab von ihrer Religion leben, die sind friedlich. Genau, weil die nichts mit Islam zu tun haben. Aber wenn Muslime auf einmal anfangen, ihre Religion zu praktizieren, dann wird aus ihnen bösartige Monster. Das ist das Heftige. Versteht ihr? Sobald ein Muslim sich mit Islam und Koran und diese ganzen Hadithe beschäftigt und das Ganze verinnerlicht, die Aussagen der Gelehrten, es kann einfach nichts Gutes aus ihm werden. Deswegen habe ich gesagt, der Islam ist wirklich gefährlich für jeden, der sich damit beschäftigt. Der eine guckt sich den kritisch an, betrachtet sich den kritisch und findet heraus, dass der Islam weder von Gott ist, noch Mohammed ein Prophet ist. Und der andere denkt dann wahrhaftig, dass er, also der wird dann Gehirn gewaschen von irgendwelchen Social Media Accounts, die dann ihm weismachen, dass der Islam bzw. der Koran das wahrhaftige Wort Gottes ist, ja. Und da haben wir das Problem. Und wenn im wahrhaftigen Wort Gottes für ihn
da auf einmal Befehle stehen, dass man Nackentherapie machen sollte, dass man alle Juden und Christen vor die Wahl stellen sollte, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Und das ist das, was wir die ganze Zeit versuchen, ja, den Leuten so näher zu bringen. Das ist das. Gott sei Dank ist der Herr Jesus Christus da und wird bald dem ganzen Wahnsinn ein Ende machen. Wenn seine Wiederkunft, bei seiner Wiederkunft die Entrückung, und dann war es das. Diejenigen, die sich dann für Jesus Christus entschieden haben, werden mit ihm entrückt werden. Und dann gibt es diejenigen, die sich gegen Jesus Christus entschieden haben. Und die werden für alle Ewigkeiten sowieso erstmal verloren gehen und werden hier in die neue Weltordnung schlittern. Das war's. Mehr ist das gar nicht mehr. Seid froh, dass ihr euch für Christus entschieden habt. Seid froh. Islam wächst und wächst, ja genau. Und deswegen verlassen auch 16 Millionen Muslime jährlich den Islam. Weil der Islam so wächst. Nochmal, bei so vielen Kindern, die der ein oder andere Muslim macht, ist klar, dass der Islam von außen wächst. Aber von innen ist er doch komplett am Zerbröckeln. Das ist das. Der Islam ist schon längst am Zerbröckeln. Er ist längst dem Verfall nahe. Von außen sieht das immer so aus, als würde das wachsen, aber das ist nicht so. Die breite Masse hat sich auch gegen den Islam entschieden. Christus König, der Könige, Amen. Amen, Amen, Amen. Und so gibt uns der Herr Jesus Christus Trost und schenkt uns in verschiedenen Situationen immer die passenden Worte, die wir brauchen, um das Ganze zu überstehen. Und das ist das Schöne an Christus. Das ist das Schöne an Herrn. Dass er uns genau die passenden Worte immer wieder mitgibt, damit unsere Herzen nicht verzagen und wir auf den Herrn vertrauen sollen. Amen. Der Herr ist mein Hirte, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir mangelt nichts. Weidet mich auf einer grünen Mauer. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße. Seines Namens willen. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Steckenstab tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Schenkest mir voll ein. Ich komme sofort wieder dir. Wo ist der denn? Was macht der denn bloß? Das ist doch nicht mehr normal. Ab und zu mal muss der sein. Es geht nicht anders. Ab und zu mal muss der mal sein, damit ihr wieder wach werdet. Weil ich weiß schon, das ist das Marathon hier mit Dr. Scherabomir. Na, hör mal. Ah, ja. Schwerer, aber wir sind langsam wieder müde. Er wird müde und müde und müde. Ah, mir war kurz Jumma gebetet, ja? So würden die Muslime jetzt sagen. So würden die Muslime sagen, der Arme ist gerade Jumma gebetet, der geht heimlich beten.
mit seinen muslimischen Brüdern. Das so würden die sagen. Aber der Dr. Schecher, aber er macht jetzt mal ein bisschen Pause. Ich guck mal, dass ich später nochmal live komme. Ja, ihr Lieben? Machen wir das so? Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Sein Angesicht über euch leuchten lassen. Was? Zu den Wahlen nun im Islam. Ich habe nur eine Frage, ja. Oh, Bruder. Ich habe kurz eine Frage. Der Wal Nun ist ja Sahih, gell? Auf dem die Erde ausgerollt wurde, oder? Ja, natürlich. Das ist Tafsir ibn Abbas. Das ist At-Tabari, der das bestätigt. Natürlich. Ja. Das ist Sura 68, Vers 1. Ja, Al-Kalam, ja. Ich schicke das Leute, die schicken mir irgendwelche albanische Sufis, die sagen, dass es Daif ist und es stimmt nicht und alles. Und nein, doch, das stimmt. Du kannst ja sagen, wenn das Daif ist, dann ist ja dein gesamter Koran Daif. Also muss ich es akzeptieren, oder die akzeptieren den Koran nicht mehr. Der Koran ist auch daif. Und der Wal Nun ist auf dem Stier Behemoth. Dann gibt es auch mal eine Steigerung, gell? Das auch nochmal auf einem Stier. Ja. Und wie heißt der? Ja, hier, Dings von The Last Unicorn. Nee, der Wal Nun ist wirklich auf dem Stier Behemoth drauf, oder noch sowas, gell? Behemoth. Ja, Behemoth, oder irgendwie so. Ein Dinosaurier oder was? Nee, das hat mir auch ein Freund erzählt, gell? Und ja, dass der Wal Nun dann nochmal auf dem Stier Behemoth irgendwie drauf ist, die Welt auf der Welt oder so nicht. Es kann sein, dass der Allah sich gedacht hat, dass der Jenga spielt. Kennst du das Spiel, ja. Jenga? Dass der Klotz da drauf legt, ja genau. Und das hat er dann übertragen mit dem Wal Nun und diesem Stier Behemoth. Der Jenga gespielt. Und darüber dann die Welt. Ja, toll. Kennst du die, wie heißen die? Diese Hamburger Stadtmusikanten, diese vier Tiere, die aufeinander stehen. Kennst du die? Oder nee. Bremer Stadtmusikanten, kennst du die? Ja, warte mal. Hamburger Stadtmusikanten. Nee, Bremer Stadtmusikanten heißen. Da ist ein Esel, da ist darauf eine Katze, dann ist darauf ein Huhn oder sowas. Und ja, stimmt, die ist das, ja. Sehr gut. Vielleicht ist das ja auch der Teamsong davon, ja, kann sein. Kann sein, dass die Sura 68, dass das dadurch dann inspiriert wurde. Digga, brutal, ey. Ja, okay, Arm, ich will dich nicht aufhalten und ich wollte dich nur noch deine Meinung fragen und der ist so. Crazy. Hallo? Arme, ich höre dich nicht, gell? Ich bin auf Stumm, mein Bester. Achso, okay. Bruder, ich gehe dann weiter und ich will dich nicht stören, gell? Gott segne und stabile Arbeit. Der Herr sei mit dir. Ciao, ciao. Anruf von Itikulla, ja. Itikulla! Wir kennen dich, wo bist du? Jo, moin! Du hörst du mich, ja? Ja, ich höre dich. Ja, das gibt's doch gar nicht, dass ich beim ersten Mal durchkomme. Moin. Ja, siehst du? Ja, pass auf, Amir. Herzlich willkommen, mein Bester. Pass auf, dann stelle ich dich mal auf die Prüfstelle. Darf ich das? Ja, stell mich mal auf die Prüfstelle. Ich hoffe, ich komme. Okay. Was meinst du? Ich hoffe, ich bekomme den TÜV. Okay, pass auf, ich bin streng christlich-baptistisch erzogen worden. Ja. Ja. Ich war 3 Tage mit dem Heiligen Geist, dann bin ich wieder gefallen, bis heute. Okay? Ja. Okay, dann habe ich wieder angefangen zu rauchen und hin oder her. So, Amir, du zeigst dich im Netz, ich höre so ab und zu, macht Spaß zuzuhören, ja. Aber du zeigst dich im Netz, habe ich ein Foto gesehen mit Schmuck, mit Kette und so. Was? Weißt du, was ich meine? Was? Mit der Halskette und so. Mit Halsketten zeige ich mich. Ja. Ja, ich war damals 50 Cent.
Ach, ist das von früher? Ja, früher, vor 12 Jahren, 13 Jahren. Ja, nein, ich habe das Foto nur gesehen irgendwie auf deinem da Profil oder was, ne? Ja. Ja, und du kommst aus Buxtehude, sagst du, ne? Ja, ich wohne neben Montana Black. Nein, das meine ich nicht. Ja, das meine ich nicht. Nein, aber wieso? Du, ich habe auch, findest keine Gemeinde oder was? Ich möchte jetzt erstmal keine Gemeinde haben, nein. Okay. Ja. Aber laut Christentum, also, ja. Ja, ich weiß, selbst in der Kirche, wo Jesus ist, ist auch Krieg, weißt du? Ja. Und auch wenn du zur Kirche gehst, du kannst jeden Tag in die Kirche gehen und trotzdem kommst du nicht in den Himmel rein. Ich kenne alle Gesetze. Ich kenne alles. Ja, das ist schön, dass du alle Gesetze kennst. Ja. Was möchtest du denn jetzt genau? Was ist denn jetzt so von dir? Ja, hab ich jetzt den TÜV bestanden oder was ist denn jetzt los? Also bis dato sieht es gut aus. Ja, danke schön. Ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute. Ne? Gott segne dich und sei die Ohren steif. Ne? Jo. Mach's gut, ciao. Ja, ja. Das ist unglaublich. Unbelievable. Ich glaube, heute ist erstmal, für jetzt ist erstmal genug. Ich habe für heute ein bisschen oben stehen lassen, Leute, ehrlich. Es reicht langsam. Ich werde noch für uns beten und dann gehen wir jetzt mal ein wenig andere Sachen erledigen, okay? Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du unser Herr und unser Gott bist, Herr Jesus. Und uns Dinge offenbar gemacht hast, die wir so noch nicht erlebt haben, Herr Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir zu dir gehören und deinen heiligen Namen überall an jedem Ort der Welt rufen dürfen, Herr Jesus. Und dass du uns auch erhörst, Herr. Wir bitten dich von ganzem Herzen, Herr, dass du uns weiterhin führst, lenkst und leitest, Herr, dass wir niemals aufgeben und immer weitermachen, Herr Jesus. Bitte stärke uns weiterhin in unserem Dienst. Auch die Geschwister hier, stärke sie, Herr Jesus, jeden einzelnen von ihnen. Bitte lass alle Muslime, die hier reingekommen sind, zu dir finden, Herr. Bitte öffne du ihre Augen, Herr Jesus Christus, und lasse sie zu dir finden, Herr. Denn sie haben auch Vergebung ihrer Schuld nötig, Herr Jesus. Und nur in dir gibt es Vergebung der Schuld. Sonst keinen anderen Weg, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Ich kann dir gar nicht oft genug Danke sagen, Herr, dass du ja stellvertretend gekommen bist, um für unsere Schuld zu bezahlen, Herr. Wir danken dir für dieses Geschenk der Gnade. Und wir nehmen das dankend an, Herr, und wir bitten dich, uns weiterhin zu segnen und uns noch ganz viele Livestreams zu bestehen, Herr, und noch ganz viele wundervolle Seelen hier reinzubringen, die dann auch eine Entscheidung für dich treffen, Herr, oder zumindest auch das Wort hören und stille Zuhörer sind und eventuell ihre Herzen offen sind für das Ganze, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, und wir bitten auch in jedem unserer Gebete für unsere Geschwister, die gerade verfolgt werden, Herr, dass du ihnen Trost schenkst und ihr Leiden linderst, Herr Jesus. Dass du ihnen einen Ausweg schenkst, Herr, aus ihren misslichen Lagen. Und sie segnest, behütest und beschützt, Herr. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Möge der Herr euch Kraft geben, ihr Lieben, und dass ihr auf dem Weg zum ewigen Leben seid. Verlasst niemals den Weg zum Herrn. Danke dir, Cousin. Verlasst niemals den schmalen Weg. Kommt raus aus dem breiten Weg und wandelt den schmalen Weg, der zum Leben führt. Ja? Und das ist es immer, was mein Bruder zu euch auch sagt. Kommt raus aus dem breiten Weg, falls ihr euch da drauf befindet, und wandelt auf dem schmalen. Ja? So, ihr Lieben, Gott segne euch und möge der Herr, ja, sein Angesicht über euch leuchten lassen. Amen. Gottes Segen, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.